Ja, Isa, wissen wir. Redest ja irgendwie nur noch mit Francine und spielst nur noch mit Francine. Schade. Okay, dann starte ich Smash. Okay, start auch Mesh. Und nicht vergessen, in 4 Stunden Smash. musst du Among Us schauen. Also, auf Ihr Twitch. sagt mir einfach dann nochmal Bescheid. 4 Stunden, 22 Uhr, ich habe einen Wecker gestellt. Wie heißt es? Twitch Rivals. Nein, Sephiroth heraus Worf. vor der Rot, keine Ahnung. Wung. Keine Ahnung, wie das geschrieben wird. Ja, Sephiroth. Was, du weißt nicht, wie Sephiroth aus. Sephiroth. Weiter. Ja, richtig. Sephiroth. Die Musik ist gut. Oh, es gibt ein Live-Event in Smash Bros. Die haben jetzt bestimmt schon den Glitch gefixt von gestern. Hä, sie talkt auch mit mir, okay. Ich glaube nicht, dass da ein Patch kam. Ich kann ja trotzdem mal schauen. Warte, wo waren Ich das? geh mal hoch. Ach komm. Wieso habe ich jetzt ein Ladescreen? Danke. Und Benny und Martin? Hä? Okay, du warst schon seit Steve nicht mehr in Smash drin. Und du hast jetzt Steve Okay, ich freigeschaltet. habe Steve freibeschaltet. Altbauer, herzlich willkommen. Wie, Benny und Martin sind auch da. Spielt ihr alle zu viert oder was? Wo spielt ihr denn, Isa? Ja, Steve habe ich bekommen. Ich habe tatsächlich für Steve nicht mehr das Spiel gestartet. Hat mich nicht getriggert, der Steve. Der Steve. Oh, Mihut, nice. Oh, Mihut, nice. Okay, du kriegst die, Okay, weil. Mihut, nice. Okay, du hast die Skins Okay, gekauft. Mi-Kleidung, nice. Du beschwerst dich, dass ich die Okay, gekauft habe. Mi-Kleidung. Ich Ja, habe nichts gemacht, Leute. Ich habe das Spiel ein Jahr nicht angefasst. Sorry. Mi-Kleidung. Bonnie, die haben es wirklich gefixt, ne? Die Okay, Version Bilder sind wieder da. 10.0. Das letzte Die Mal, als Bilder. ich gespielt habe, war Version 3.0 oder so. Ja, die Bilder sind da. Cool. Also, sie haben es gefixt mit einem Shadow Patch oder so, keine Ahnung. Shadow Patch. Und jetzt kannst du Sephiroth freischalten. Was ist denn das hier alles? Ja, das sind die Das ist ja ein Neuigkeiten, die komplett du seit neues 3 Monaten Spiel. nicht hast. Ryo, Ja. herzlich willkommen. Okay. Ja, ich will spielen. Ja, ja, Du kannst doch X ja. drücken, dann überspringst du alles, Hä, du. wieso habe ich 3000 Gold bekommen? Okay, weil du es nicht Wieso gelesen habe ich hast. 5 Tickets bekommen? Ich starte das Spiel und es geht ab. Du bist Ist nur bei verwirrt, weil mir du das sagst, Bild verschoben? Ach so, ups, haha. Okay, noch mehr Kleidung, Katzenanzug. okay, du kriegst einen Hä, was ist Katzenanzug. das denn jetzt? Er hatte 10 verschiedene Mi-Outfits. Okay, jetzt Ja, krieg ich weil du die gekauft auch noch ein hast. Achievement für Nichtstun. Ja, weil du sie gekauft hast, hast du das Achievement Okay. gekauft. Okay. So, bis zum 23. kann man oben die Sephiroth Challenge machen, Live-Chat, wenn ihr das DLC gekauft habt. Wir müssen jetzt Plus drücken und machen jetzt die Sephiroth Challenge. Ich spiele übrigens jetzt auf einen Pro-Controller. Ich habe Smash Bros. Noch nie auf einem Pro-Controller gespielt. Ich spiele normalerweise auf einem GameCube-Controller, aber ich bin gerade zu faul, den anzuschließen. Und du spielst auch auf dem Pro, ne? Ja, immer. Ist besser wahrscheinlich, oder? Nein, also kommt immer auf Nein. den, auf jeden an, Eher auf, ne? ja, auf Gewöhnung, ne? Ich liebe einfach diesen Controller, das ist mein Lieblingscontroller. Ich benutze ihn überall, eigentlich. Oh no. Warte mal ganz kurz. Ich muss kurz hier einen zweiten Fenster aufmachen, dass ich die obere Ecke sehe. Übrigens, jetzt voll gut, dadurch, dass ich nicht Greenscreen mache, kann ich mich oben hinpacken, weil unten ist immer irgendwie wichtig, oder? Unten alles zu sehen. Soll ich jetzt Ja. wirklich auf jeden Schwierigkeitsgrad spielen? Nein, musst du doch nicht, hä? Du hast doch gesehen, es bringt nichts. Also mache ich jetzt nur normal oder nur leicht oder was? Okay, du machst leicht, damit du 100% gewinnst. Ja, na klar. Weil leicht und normal ja Lurk, total einfach vielen sind. lieben Dank, Tina. Bis später. Okay, wie man dann noch die gefragt wird, möchtest du das wirklich tun? Ja. Oh, warte Möchtest du mal. wirklich den verbessern? Wie ging das mit dem Auswählen? Oh, hier, das ist doch Dings. Wie heißt sie? Mit den weißen Haaren? Blonden Das Haaren? war Edelgard. Hildegard. Edelgard, nicht Hildegard. Edelgard, habe ich doch gesagt.
Kappa. Ja, das ist ein anderer Fire Emblem Charakter. Oh Mann, ich hab so Bock auf Smash Bros. Jetzt. Den Spiel nochmal Fire Emblem. Oha, oh mein Gott. Ja, nee, ja, Fire Emblem. Three Houses. Oh, ja, Toda, ich komm mit der Steuerung nicht klar. Auf. Ja. Ich bin GameCube-Steuerung gewöhnt. Da sind hier oben. Wo sind denn die Springtasten? Wo springst du denn auf dem GameCube-Controller? Ja, mit den oberen Tasten, aber die sind hier normal. Aber das sind wahrscheinlich Y und X, ne? Da sind so kleine Tasten auf dem GameCube. Ja, das sind die hier, die großen. Okay. Okay. Man muss sich kurz reinspielen. Ich hab wirklich. Ich bin die Steuerung nicht gewöhnt. Blöd. Und du hast gegen normal verloren. Bruder, ich kenne die Steuerung nicht. Ja, hatte ich gestern auch nicht. Was ist mit den Schultertasten? Was macht man damit? Rollen, oder? Ich weiß nicht, was du da eingestellt hast. Ich hab eine andere. Na, die normale. Ja, ZR habe ich. Also ZR und ZL habe ich greifen. Und Z und L und R habe ich Schild. Okay, ist genau andersrum. Ja, ich habe halt die Steuerung anders, habe ich ja schon gesagt. Eigentlich hätte ich gern A auf Springen. Dann stell das um. Nein. Ich lasse Standard. Ich lasse die Standard drin. Aber du kannst weil die Entwickler Steuerung haben sich dabei was gedacht. Du kannst doch verschiedene Steuerungssachen einstellen. Was ist ein Hoch B? Hoch B ist. Ah, okay, das ist halt wie GameCube. Nur, dass die Tasten sich anders anfühlen. Also, es gibt ja halt nicht zwei große Tasten und zwei kleine. Dann spielen nach den Entwicklern. Nein, alles gut. Ich hab ja sogar die. Ich hab mir damals die Special Edition von Smash Bros. Geholt mit dem USB-Adapter mit GameCube und einen GameCube-Controller dabei. Und ich bereue es nicht, es ist eigentlich sehr geil gewesen, weil du hast halt voll viel Geld gespart, ne? Mhm. Hast du nicht? Ich auch. Was, Luna? Was habe ich nicht? Oh, dieses... Was ist das? Geige? Geige im Hintergrund? Das ist voll geil, dieses... Ja, deswegen habe ich mir das vorhin noch die ganze Zeit angehört. Das ist so ein bisschen, Dead by Daylight Feeling, oder? So als wenn da gerade ein Killer auf uns zukommt. Sehe ich. Wow. Ich weiß nicht. Weißt du, an wen mich Sefiro erinnert? Besonders im Kirby-Kostüm. Nee, was denn? Der Antagonist aus Ace Attorney. Der auch mit dem grauen Haar. Der ist Edward. Oh mein Gott. Okay. Ey, die Steuerung fühlt sich so anders an. Obwohl die Tasten ja eigentlich gleich sind. Ja. Aber wie gesagt, dadurch, dass die Taste halt. Also auf dem GameCube ist halt A richtig groß, B ist klein und X, Y sind so viereckige Tasten. Und das ist einfach komplett anders. Dass du nicht Edelgard gesagt hast. Okay, du hast gewonnen. Ja, okay, ich hab nicht Edelgard gesagt. Ja, du hast erstmal Foto machen, warum auch immer. Okay, 52 Sekunden, da bist du stolz. Direkt mal auf Facebook machen, oder? Ja. Nee, weg. Okay, auf Facebook kommst. Wir haben ihn freigespielt, oder? Geil, auf normal. Du hast auf leicht gespielt. Ich habe auf allen gespielt. Ich habe ihn auf allen geschafft. Okay. Da habe ich sogar noch ein schönes Häkchen bekommen dafür. Was nichts bringt, aber egal. Ja, es bringt halt wirklich nichts, weil es ja in 5 Tagen wieder weg sein wird, dieses Häkchen. Ja. Sorry, ich habe erst jetzt mitbekommen, dass du streamst. Hanalu, wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist. Es muss niemandem leid tun, wenn er später hierher kommt oder heute gar keine Zeit hat, herzukommen. Ich kann das verstehen, dass die Leute Real Life haben oder andere Dinge tun, als mich den ganzen Tag zuzuschauen, was ich mache. Aber schön, wenn ihr dann mal hier seid. Toda, was soll ich jetzt machen? Wie du willst, du kannst auch wieder das Game wechseln. Du wolltest es ja unbedingt im Stream machen. Sonst hättest du es auch gestern Nacht gemacht. Ich frage mich, ja, ich könnte jetzt auch irgendwie online noch machen, Online-Battle, aber ihr schwitzt alle so krass. Ja, ich bin voll der Schwitzer, ey. Wo müsste ich denn da hingehen? Hast du schon wieder vergessen? Ja, Mann. Smash, oder? Nee. Ja, Smash. Okay, nee. Alles klar. Nicht Quickplay! Nein, stopp! Hä? Nein, Smash! Ja, und ja, jetzt auf Kampfarena. Und jetzt auf Arena erstellen. Alle sind willkommen. Okay, alle. Jetzt kommen so Randoms rein. Nee, ist doch... Warte. Hä? Ja, wenn du für Freunde anmachst... Nee, jetzt für jeden, da kommt... Nein, wo ist denn jetzt mit Code? Ach, ohne Code. X. Mit Code. 3 Versuche, 3 Minuten, richtig?
Ja. Und Verlierer, Sieger warten, richtig? Mathe. Oder Verlierer warten, was ist denn besser? Ja, wenn du die ganze Zeit willst, dass der eine Person, die total gut ist im Spiel, die ganze Zeit... Also sagen wir Sieger warten, wer gewinnt, der muss als Strafe, also der hat zwar Ruhm und Ehre, aber muss als Strafe warten. Ja. Das klingt gut. Arena nennen wir einfach mal Brownie. Bam. Ihr könnt gerne mitspielen, Live-Chat. Wie Passwort? Ja, du hast auch mit Zugangscode eingemacht. Wenn ich auf nur Freunde gehe, wäre auch Zugangscode, ne? Nö, dann können nur Freunde joinen. Aber auch nur, wenn sie... Okay. Dann machen wir Zugangscode. Was machen wir für einen Code, oder? Weiß ich nicht. Mach einen schweren. 1, 3, 3, 7. Okay, schwer. Arena erstellen. So, ihr könnt alle reinkommen. Code ist 1337. Okay, ich finde hier irgendjemand anderen. Wo ist denn jetzt der Arena-Code? Der steht oben rechts. Ich hätte keinen Arena-Code machen müssen, oder, Todermann? Du meinst Warte, ich mach nochmal neu auf, ja. Okay. Oder? Okay. Ich mach nochmal neu auf ohne Passwort, das ist doch Schwachsinn. Och, so. Manni! Ja? Ich wollte gerade meinen Charakter wechseln. Aber alle sind willkommen, können aber keine Randoms joinen, oder? Nein, das ist unter Zutritt. Alle Kategorien musst du eigentlich nur für Ruhm und Ehre machen, dann ist das Ehre. Was? Ruhm und Ehre. Was ist denn Ruhm und Ehre? Ja, da kriegst du Ehre. Was ist denn das? Hä? Ja, das ist egal, was du in der Kategorie machst. Ach, das ist komplett egal. Eigentlich ist es egal, soweit ich weiß. Das ist einfach nur eine Beschreibung für, was da abgeht in der Arena. Ob es jetzt um Ehre geht, ob es Ja, aber kann man die Arena irgendwo offiziell jetzt irgendwo sehen, was jeder joint, der mich nicht kennt? Ja, kann man. Weil du jetzt auf Zugang für jeden gemacht hast. Ich dachte, war das nicht immer so, dass es einen Arenencode gibt und Dinge muss man eingeben, um zu joinen? Ja, das müsstest du halt einstellen, wenn du für nur Freunde machst und dann halt. Ja, aber jetzt kann es jeder machen. Jetzt kommen wir gleich random sein. Toda, echt jetzt? Ja, du kannst es doch nachschauen. Steht doch da oben. Hier, guck mal, wenn du hier oben hingehst, steht... Upsa. Rules, hä? Nein, du hast doch wieder eingestellt. So. Was habe ich eingestellt? Da mache ich jetzt nochmal neu auf. Hol da, jeder kann reinkommen. Aber soll ich will. Einmal eine aufmachen? Nein, wenn ich jetzt nur Freunde mache. Dann können auch da müssen Freunde die haben. Aber mit mir befreundet sein. Ja. Sobald die nicht mit mir befreundet sind, können sie nicht mitmachen. Mhm. Ich habe nicht jeden als Freund drin, Toda. Ja, dann mach für jeden mit Code. Du musst noch 8 Minuten runterladen, Hulda? Also. Entweder du wartest jetzt 30 Minuten und machst die ganze Zeit immer eine neue Arena auf, oder wir fangen jetzt an zu spielen. Live-Chat, wer möchte mitmachen? Es sind gar nicht so viele Zuschauer da. Aber wieso 8 Minuten runterladen? Was musst du denn da runterladen? Komisch, oder? Mhm. Zum Glück ist Lukas nicht da. Das ist schon mal gut. Dann, Toda, spielen wir jetzt zusammen. Okay. Können wir gegeneinander. Noch, können wir Computer machen? Nee, ne? Es gibt doch gar keine Computer hier. Okay, man kann keine Computer auswählen. Okay, er nimmt sehr viel Rod. Wieso darf ich nicht? Ja, oder doch, weil die sind immer OP. Die waren nur, okay. Die kaufen sollen. Und das ist deiner? Der ist nicht OP, obwohl er auch gekostet hat. Oh, Battlefield. Ich glaube, ich habe das so eingestellt, dass nur Battlefield kommt. Weil das eine competitive Map ist. Ja. Das ist ein Endgegner aus Final Fantasy VII, glaube ich. Oder ein Zwischengegner. Ein Erzfeind, was auch immer.
Ich kenne mein Moveset nicht, oder? Ja, du hattest doch eben die Chance zu trainieren. Okay, ich hatte die Chance gerade 5 Minuten zu trainieren. Ah, ich habe Items aus, ne? Hm. Hey, was machst du denn? Ich trainiere. Okay, er verarscht mich ein bisschen. Jetzt nimmt er mich hops und jetzt macht er mich kalt. Mit nur einem Leben. Toda ist halt ein Profi, er spielt jeden Tag. Kannst du mir ein paar Movesets erklären? Oder... Okay. Heute um 12 Uhr ist eine Nintendo Direct. Jason, ja. Aber in dieser Direct geht es nur darum, dass sie ihr Büroraum zeigen, ihr neues... Die haben irgendwie in Japan einen neuen Büroraum. Den zeigen sie im Stream, das war's. Mehr wird nicht kommen. Glaube, Cloud ist besser, sagt Hilda. Das kann durchaus sein. Hier, da ist die ID, Leute. LJ985. Warte, ich nehme den jetzt auch mal. Ich will auch mal wissen, wie der so spielt. Wähle deinen Kämpfer. Wie kann ich denn die Farbe ändern? R und L. Oder X. Warte. Hast du auch den Nacken? Ja, du musst den letzten nehmen. Du musst den 8. nehmen. Warum? Da gibt es 2 Nackte. Ja, ich habe den 7. Du kannst den 8. dann haben wir beide. Ah, ich habe den mit dem schwarzen Schwert. Ja, der Schwertgriff. Ja, und auch der Unterkörper ist auch noch anders. Nicht nur der Schwertgriff. Die langsamen Smash-Angriffe sind low. Guten Abend und ein schönes Wochenende wünsche ich Scotty. Herzlich willkommen. Ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende und einen guten Abend. Genau umgekehrt. Wenn ihr mitspielen wollt, könnt ihr gerne joinen. Das ist der Code. Ihr müsst nicht mal mit mir befreundet sein, aber ihr könnt mir natürlich auch jederzeit eine Freundschaftsanfrage schicken. Freundschaftsanfragen da unten in der Titelbeschreibung, ne, nicht in der Titelbeschreibung, in der Kanalbeschreibung findet ihr alle weiteren Infos und unseren Discord-Server. Ihr könnt gerne mitspielen. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute können in eine Lobby rein? 12? 10? Ich glaube 8 oder 8. Oh nein, Minecraft-Map. Ich habe Minecraft-DLC nie gespielt. Haben wir jetzt zufällige Maps? Ach, das bin ich da. Oh, ich dachte, ich... Bruder stirbt, Kappa. So, erzähl mal, was kann denn der so Schönes? Du hast ein Schwert, ne? Wie greift man mit dem Schwert an? Ja, A. Also, nee, deine Smash-Attacks. Hä? Das da. Meiner greift nicht mit dem Schwert an. Ja, du musst ja auch deinen linken Kontrollstick noch ein bisschen bewegen. Die Richtung bewegen. Was mache ich mit den Pfeiltasten? Mit welchen Pfeiltasten? Ah, das sind doch deine Emotes. Das sind Emotes, okay. Ja, komm, warte, was? Man kann Emotes machen? Ja, das geht schon immer. Oh no. Und Erzgarlet, herzlich willkommen. Habe dir eine Freundschaftsanfrage geschickt und Hallöchen. Wunderschönen guten Tag. Ich werde deine Anfrage auf jeden Fall annehmen. Scarlet, wir haben ja schon mal ein paar Mal miteinander DBD gespielt. Fortnite-Tänze. Ihr könnt aber auch mitspielen, auch wenn ich euch noch nicht angenommen habe. Ich habe öffentlich für alle gemacht. Ja, und es gibt auch noch ein B, das kannst du gedrückt halten. Und das hat verschiedene Phasen. Alter! Warte mal, ich will dir eigentlich das zeigen ganz kurz. Ja? Wenn du jetzt nur einmal kurz drückst, dann ist das dieser Ball, der fliegt ein bisschen weit. Guck mal hier, so weit fliegt er. Alter, das dann, ist ja wie Mario. Sagst, ich würde dir eigentlich gerne zeigen, weil. Ja, der explodiert also sogar. Scheiß Blöcke hier wegmachen, warte mal. So, dann kann ein bisschen gedrückt halten, kommt dieses Ding, geht ein bisschen. Und. Oh, sorry. Das war A gedrückt halt. Na, erzähl weiter. Wenn du maximal gedrückt hast, passiert das hier. Okay, der one-hitted einen. Ja. Warte. Ja. Hey, das ist doch total OP. Aber, ja, guck mal, er muss aber 4 Sekunden aufladen. Guck mal, wie lange der aufladen muss. Ah, ups, das wollte ich nicht. Warte. Guck mal, wenn ich jetzt. Guck mal, wie lange ich aufladen muss. Warte, du hast einfach nur B gedrückt gehalten. Ja, einfach nur. Und dann 2 Meter vor dir kommt eine maximale Explosion. Ja, aber das ist. Warte, darf ich mal kurz? Ja, kannst du. Du kannst auch nach dem angedeckten Smash-Angriff machen. Denn, ja, okay, jetzt hast du mich attackiert. Und hä? Ja, du hast mich davor attackiert, ich bin weggeflogen. Du musst aber mal nach dem... Ja, du hast schon wieder gemacht. Das ist one-hitted, wirklich? Nee, du kannst es auch noch kombinieren, ne? Guck mal, warte mal. Kann ich dir zeigen? Okay, dann. Ey, was hast du gerade gemacht, dass diese 3 Dinger da sind? Diese Kugel? Ja, Side B. Was? Side B. Was? Ja, hör mir halt nicht zu. B. Was? Side B. Was? Side B. Ach, das sind meine Kugeln. Nee, das sind meine. Nee, die Kugeln, die bei dir waren meine. Ja, die bei mir sind meine. Und die kann man explodieren lassen oder was kann man da machen? Die explodieren nach einer Zeit. Ach, die explodieren einfach automatisch. Ja.
Oder du kannst sie auch kontern oder blocken. Hä, der Typ ist ja voll krass. Warte mal, wieso hab ich Flügel? Das ist mein Skin, ne? Ja, nein. Das ist die Flügelkiste, wenn du hinten liegst, sag jetzt mal. Warte, weil was? Weil du hast 100%. Nee, das hängt auch an, wie weit du hinten liegst. Wenn man hinten liegt, dann wird man stärker? Ja, ich habe jetzt auch meine Flügel, siehst du? Und was kann ich mit den Flügeln machen? Oder ja, ist du nur... bist einfach stärker, du kannst fliegen und hast... keine Ahnung. Alter, wirklich jetzt? Jetzt haben wir Thunder. Der Typ wird einfach stärker, wenn man schwächer, also wenn man... Ja, also du kannst... du hast 3 Sprünge, genau. Du hast 3 Sprünge mit dem Flügel. Alter, das ist ja krass. Ich bin on, du kannst gerne reinkommen, Hulda. Am Ende des Kampfes wird gleich die ID wieder offenbart. Also das ist der neue, Leute. Und der Weg durch den Stream ist auch toll. Der Stream. Wie er jetzt dann noch so geht, ne? Der ja, wie er weggeht, ich liebe es. Voll cool. Da ist die ID, LJ985. Ihr könnt alle gerne joinen, warten wir kurz, Toda. Jo, ich warte. LJ985, Live-Chat. Ich komm kurz auf Twitter. Oh, Erzasan ist auch da. So, dann jetzt noch. Ich bin gespannt, ob wir zu viert spielen können, ohne dass es laggt. Würde ich gerne mal ausprobieren. Ich hätte gerne die neue Map gesehen. Also, ich habe die nur einmal. Kann man die irgendwie. Kann man die hier irgendwie einstellen? Geh mal um links auf deine Regeln. Vielleicht kannst du es da umstellen. Vielleicht. Regeln ändern. Ja, vielleicht kannst du da die Map umstellen, weil du hast irgendwie Maps eingestellt. Warte. Nein, schau mal. Sieht nicht so aus. Doch, kannst du auf Grundregel gehen. Was? Grundregel. Und im Regelset kannst du die Maps ändern. Stage. Mhm. Stage im Zufallswechsel, oder was? Ja, genau. Und da machst du jetzt alle weg, außer die neue. Beziehungsweise du machst alle. Oh, machst die neue war an. Die hier? Du machst, und dann nimmst du die neue. Genau, die ganz unterseits. Die Nordhöhle. Ich hab Sephiroth nicht, ich hol mir den noch. Ja genau, geh einfach raus, drücke im Hauptmenü Plus und dann kannst du ihn holen. Einfach auf leicht oder normal ihn kurz töten. Rapper Aura, wunderschönen guten Tag. Hey Brownie, kann ich mitmachen? Sehr gerne. LJ985. Wollen wir 2 vs 2 machen? Oder ist das doof? Wie du willst. Dann, ich mach 2 vs 2. Ich find's auch angenehm. Gerade wenn man noch Noob ist und so. Ich dachte, Sephiroth ist erst ab 22. verfügbar. Für Noobs ist es ab 23. verfügbar, Ronspark. Für Profis ab heute. So sieht's aus. Jetzt bist du nicht drin. Okay. Hä? Warte, es war die ganze Zeit schon Team Smash, oder? Ja, es war Team Smash. Okay, ich muss gar nichts ändern. Okay, ihr beginnt einfach schon. Ich kann rausgehen, warte. Dann kannst du ein bisschen spielen. Nee, ich will wenigstens zugucken. Nee, ich schau dir jetzt zu. Okay. Okay, nur 2 in den neuen Charakter, die anderen in seinen Mains. Mir geht's gut, Nintendo. Jeder kann mitspielen. Roundspark, wenn du das DLC vorbestellt hast, kannst du jetzt im Spiel am Hauptmenü Plus drücken und kannst ihn als Challenge jetzt schon besiegen. Wenn du ihn besiegst, bekommst du ihn jetzt schon. Alle anderen bekommen ihn am 23. Oh, die schöne Map. Oh. Tode hat Sephiroth auf sehr schwer in 6 Sekunden besiegt. Oder so. Das ist aber noch eine einfache Taktik, als die ich gemacht habe. Warte mal, Hulda ist der da. Ja, du musst Hulda und Ja, ich spiele mit Erzasan. Hm. Wir sind ein Dreamteam. Übrigens, der Gewinner muss aussetzen, Kappa. Kappa. Als Bestrafung. Ich komme später wieder, alles klar, Nami. Du wartest nur auf Among Us, oder, Nami? Ich habe aber den Season Pass noch nicht. Dann musst du bis zum 23. warten. Aber du musst ihn halt auch trotzdem kaufen. Wie findest du die Map? Also, ich weiß nicht, ich kann darauf irgendwie nicht achten. Die Musik ist cool. Ja doch, die Map ist auch geil irgendwie, oder? Also ich mag den Hintergrund so. Ich glaube, ich kaufe vielleicht... Es ist cool, also ich meine, das hat jetzt 5 Euro gekostet, richtig? Ja, 4,99 €. Also der Kämpfer mit Map und 10 Liedstücke. Ja, und die Geister. Und die Geister für 5 Euro. Also das ist halt wirklich Preis-Leistung top. Fortnite kriegst du einen Skin für 20, hier kriegst du halt einen ganzen Charakter mit... eigenen Moveset, eine eigene Stage, 10 Lieder im Spiel, die du dir noch anhören kannst, die richtig gut sind. Zu spät für mich? Das weiß ich nicht, Roundspark. Ich glaube, wenn du dir den kompletten Season Pass holst, bekommst du diese Vorteile auch. Einzeln kannst du den erst ab 23. holen. Du musst dir halt den Season Pass holen. Wenn du den jetzt holst,
ist es, glaube ich, nicht zu spät. Wahrscheinlich dann, Brownie. Alter, ich krieg nichts hin. Wie viel Leben habe ich noch? Ich habe ja noch 3. Zwei, ja. Alles gut. Nein, du hast 2. Du bist kurz vom. Ja. Okay, ich bin tot. Aber ihr legt. Nein, ihr legt hinten. Oh nein, ich dachte, ich kann jetzt meinen Death Move machen. Ah, ich finde den. Der ist schwer zu spielen, oder? Naja, du spielst ihn gerade zum zweiten Mal. Klar ist er schwer. Was ist denn diese runter B-Attacke? Ist das Schild für Konter für Fernkampf, oder? Schlag. Für Fernkampf? Beides. Oder für alles? Okay, du sollst auf deine Map und. Ey, du kannst dich noch retten. Okay, ich hab Selbstmord gemacht. Geh zu, bist du Brownie, kriegst du Brownie. Hab Zephyron auf. Oh nein, bist du Brownie, kriegst du Brownie. Ey, den Satz hast du doch letztens erst bei Zeusus zweimal schon gedroppt. Herzlich willkommen, schön, dass du hier bist. Er kann es sogar noch schaffen, wenn er sich jetzt auf Sephyron. Ja, mit Skills. Ihr könnt gerne mitmachen. Ihr seid alle eingeladen. Ich glaube, wir sind erst 4 Leute in der Lobby. Ja. Und Toppi, kauft ihr einfach mal den Season Pass. Sollte eigentlich noch klappen. Gibt gleich zu essen. Nami, was gibt's denn Leckeres? Noch nie so einen Konter-Spam gesehen. Warte mal, ey, ich kann mit dem nicht spielen. Ich muss einen anderen nehmen. Oben rechts ist der Code. Jetzt nicht mehr. Warte mal, wie kann ich ihn jetzt... Nein. Warte, was? Schreib den Code im Chat schreiben. Ja, schreib mal den Code in den Chat, oder? Ich spiele mit Bled. Nicht von dir. Da ist der Code. LJ985. Genau, schreib den mal im Chat. Perfekt. Danke dir, Toda. Code. So, jeder von euch kann mitspielen. Kommt einfach rein. Oben rechts ist Brownies Code. Genau. Wie sieht's aus? Ah, Erzazan. Bereit? Na dann. Ich spiele jetzt mit Rapper Aura. Was? Ich dachte, Erza will vielleicht noch reinkommen. Erza? Also, Zuschauer. Achso, Erza, wenn du zuschauen willst, musst du auf die Tribüne oder. Dich anmelden. Badeschlange. Ja. Weißt ja anmelden beim Penny. Hulda hasst Contra. Ich bin totaler Noob. Ich spiele nämlich mit dem Pro-Controller. Oh nein. Ich bin nämlich gerade zu faul, den Smash Bros. Controller bzw. den GameCube-Controller anzuschließen. Normalerweise spiele ich mit dem GameCube-Controller Smash. Aber ich möchte so ein bisschen. Anfangen mal mit dem Pro-Controller-Smash zu spielen, weil das gar nicht so scheiße ist. Man muss sich halt einfach nur mega dran gewöhnen. So, aufpassen. Ich glaube, Toda ist die Bedrohung. Wieso leuchten wir so? Wieso haben wir so eine Aura? Toda, wir haben alle eine Aura. Was ist das? Oder hat das nichts zu bedeuten? Ich weiß gar nicht, was du meinst, sorry. Na, wir leuchten alle so. So, wir haben so einen Rahmen. Nö, sehe ich doch. Du siehst keinen Rahmen. Du meinst, das sind die Teamfarben? Ja, das sind die Teamfarben. Ach so, das sind die Teamfarben. War das schon immer so? Das ist doch neu. Ja. Okay, es war einfach schon immer so. Oh mein Gott, ich bin so schlecht. Live-Chat. Ich kann einfach diesen... Ich beherrsche diesen Moveset nicht, ne? Was es alles so gibt. Ah, das war gut, glaube ich. Alter, Bruder. Das ist cool, dass hier an der Klippe
einfach oben so ein Block ist, so ein Schutz gleichzeitig, ne? Alter, der Hintergrund, oder? Ja. Ich ja Epilepsie. Ich sehe mich nicht! Du bist gleich bei mir. Auch gleich jetzt. Oh, ich sehe gar nichts mehr, weil das meine ich, dass ich das Stage die komplette Fähigkeit habe. Alter, was ist das denn jetzt im Hintergrund? Was passiert da? Ich bin tot. Ja, bei mir ist halt noch die Facecam. Bisschen abgelenkt. Herzlich willkommen, Muti. Wunderschönen guten Abend. Wie geht's dir so? Hat uns gerade Hulda getötet? Ja. GG. Wer hat gewonnen? Ja. Wir haben gewonnen? Ja, ja. GG, Hulda, Alter. Rapper Aura ist der Beste. Ich hab nichts gemacht, Mann. Oh, doch, ich hab dich einmal rausgeschmissen. Ich hab dich einmal getötet. Ja, glaube ich sogar zweimal. Erza, du kannst gerne mitspielen. Einfach dich hier auf diese Liste anmelden. Hier einfach rein. Zieht euch einfach rein. Ihr könnt trotzdem zugucken, wenn ihr auf der Warteliste seid. Okay, alles klar, was ist das denn jetzt? Oh ja. Oh, wer spielt gegen wem? Das ging ja mir gerade ein bisschen zu schnell. Die Legenden gegen die... Warte, was? Die Legenden? Also ich gegen... Oh, ich mit Erza. So okay, Rapper Aura und Toda, wer wird wohl gewinnen? Ja, ich finde schön, dass Erza jetzt Cloud genommen hat, das ist schön clean. Okay, ich sterb einfach. Oh no. Super kann man zuschauen, du kannst ja wenigstens im Stream zuschauen, dann leckt's wenigstens nicht so. Übrigens finde ich gut, dass ihr alle irgendwie gutes Internet habt scheinbar. Ja, wir sind halt... Ich hab immer eine sehr schlechte Erfahrung in Smash gemacht bisher, wenn ich gestreamt habe. Sehr schlecht, wieso geht's hier sehr schlecht? Boah, das ist... Die Attacke ist krass. Nein, das wollte ich nicht. Gute Besserung auf jeden Fall, Muti. Oh no. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Oh nein, Rapper Aura. Ja, das wolltest du, ne? Wart, ihr seid beide Sephiroth? Ja, deswegen habe ich ja gesagt, oh. Legende gegen Legende. Oder Legende. Ich dachte, das war auf euren Skill bezogen. Wenn diese Kugeln explodieren, Alter, was? Warte, eure beiden Kugeln stacken miteinander? Ja. Das heißt, ich kann irgendwie 8 Kugeln oder so haben? Ja, vielleicht, du hast es mal ausprobiert. Hat seine Gründe, danke, oh nein. Ich hoffe, du hast trotzdem ein schönes Wochenende. Übermorgen ist der 4. Advent. Dann ist schon Weihnachten und dann ist das Jahr schon vorbei. Irgendwie ziemlich krass, dieser Gedanke. Und dann geht das nächste Jahr los. Oh no. 365 Tage. Okay, hat er doch alles in der Leben? Wie hat er das gemacht? Aber das war irgendwie ein bisschen unfair, der Kampf. Wer hat noch alle Leben? Ja, Rapper. Das andere. Okay, der hat einfach noch alles. Ah, ja, klar. Ey, natürlich ist es unfair, was ihr hier macht. Ja, aber das ist doch Zufall. Ja, zufälliger Unfall. Unfaires Verhalten. Zufälliger Rapper Unfall. Rapper Aura ist halt echt ein Schwitzer. Ah, ich hoffe, es kommen noch Leute rein. Live-Chat, wie sieht's aus? Hä? Ich dachte, du hast jetzt gemacht, dass die Verlierer gehen. Weil eigentlich müsste ich doch auch sein. Ja, aber also, du bist nicht raus, weil zu wenig Leute mitspielen. Hä? Okay. Es ist nur einer an der Warteliste, nicht zwei. Ach so. Sonst wärst du jetzt auch raus. Okay. Glaube ich. Auch mit dir. Oh, was soll das heißen, auch mit dir? Das ist eine interessante Erfahrung. Okay, eine interessante Erfahrung. Okay, er hat Falcon. Falcon ist sehr schnell, ne? Ich glaube, drittschnellster Charakter oder so, ja, kann sein. Wer ist der schnellste? Sonic. Ich spiele mit deinen Fähigkeiten mit, ja? Also ich kombiniere mal ein bisschen. Mit deiner, okay, ciao. Hä? Ja, wieso geht mein Lasso nicht? Ja, ich hab nicht getroffen, aber... Hab nicht so Bock. Was hast du nicht so Bock? Dina, was hast du nicht Bock?
Warte, irgendwie kann ich doch mit dem Bogen schießen, oder? Wie ging das? Ja, B einfach nur. Ah, ohne Richtung. Mhm. Nein! Scheiße, Selbstmord. Ah. Ich habe jemanden rausgekickt, oder? Cool. Oh, ich verwechsel immer noch die Tasten. Ich brauche noch ein bisschen Übung, Leute. Ja, jetzt langsam wird das was. Nee, schon wieder verwechselt. Aua. Das ist falsche Richtung. Ich denke immer, A ist springen. Ich weiß nicht warum. Nimm den Stock von mir. A drücken, plus irgendwas. Warte, was? Es geht? Plus, mach jetzt! Es geht nicht! A drücken, okay, A geht. Ich wusste gar nicht, dass das geht, Toda. Okay, und dadurch bist du jetzt Game Over. Ja, der ist aber... Ja, let's go! Toda, wir sind drin! Falsche Seite! Wenn du die Attacke spammst, dann verlierst du, ne? Wenn ich was spamme? Die gleiche Attacke, weil das ist super einfach. Ah, mein Gummi ist abgefallen. Ja, weißt du, das Unfaire ist halt... Holder spielt das Spiel öfter als ich. Ja, jetzt konzentrieren. So sieht's aus. Okay, Holder laggt. Das ist unfair. Hallo, ich kann nichts machen. Holder, hör auf zu lecken. Holder, hör auf zu lecken. Och nein, Mann. Immer dieser drittschnellste Charakter hier. Das ist unfair. Spiel mal einen langsameren. Nein! Scheiße! GG. Holder, hör auf zu lecken, genau. GG. Das war knapp. Ich war am Anfang scheiße und am Ende war ich ein bisschen besser, aber immer noch kacke. Ja gut. Passiert. Aber ich glaube, so langsam kriege ich's raus. So langsam kriege ich's raus. Möchte noch jemand mitspielen, Live-Chat? Out of stream? Hab seit Monaten nicht mehr gespielt. Ich hab... Ulda, ohne Scheiß. Ihr seid alle Zeuge. Als ich das Spiel gestartet habe, wurde mir am Startbildschirm präsentiert, dass ab jetzt Minecraft, der Kämpfer aus Minecraft, Steve, dabei ist. Das heißt, ich habe vor Minecraft das letzte Mal gespielt. Heißt vor Oktober. Vor Oktober. Also ich habe eigentlich, ich glaube, ich habe dieses Jahr gar nicht mal gespielt. Obwohl, ich glaube, das letzte Mal habe ich bei Bled gespielt, als der neu reinkam. So, wer ist jetzt in meinem Team? Nicht Holder. Die beiden Steffi-Bots sind gegen dich. Schon wieder. Ah, diesmal habe ich Holder auf meiner Seite. Ja, und Holder stirbt gerade. Oh nein, dein Ernst? So, ich hab Holder auf meiner Seite. Ich bin jetzt der Profi. Ey, ey, ey! Was ist denn, Alter? Nein! Ey, wie unfair ist denn das? Was war das denn für ein unfairer Moveset? Ey, Toda, der Charakter ist OP, oder? Ganz ehrlich. Wenn der andere gerade am rausfliegen ist, machst du einfach dein Ultimate, dass man immer stirbt. Weißt du, was ich meine? Du weißt genau, was ich meine. Nein, weiß ich wirklich nicht. Aber na, das, wo du meintest, das dauert 5 Sekunden, das ist doch... Dauert ja auch 5 Sekunden. So stark ist der gar nicht. Ja, aber wenn wir gerade damit beschäftigt sind, 5 Sekunden in die Map wieder reinzufliegen, da sind wir einfach tot. Verstehst du? Alter, Toda! Das sag ich noch gar nicht. Da kam eine Bombe, doch! Das war der andere Rapper, aber nicht ich. Scheiße.
Ja, Red Power, los! Attacke! Ihr habt einfach beide noch 4 Leben, Mann. Ah, Rapper Aura möchte ein 1 vs 1 gegen Tode out of stream. Verstehe. Alter, wir brauchen mehr Mitspieler. Möchte noch irgendeiner mitspielen? Traut euch. Ich bin auch ein kompletter Noob, wie ihr seht. Vorzugsweise seid ihr auch ein Noob. Bereit? Hä? Okay. Was ist denn jetzt los? Ich glaube, Pulda wird eine neue Figur. Soll ich aufwechseln oder fuck das zu sehen? Wie ihr wollt? Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich würde ehrlich gerne weiter mit einem neuen Char spielen. Dann spiel weiter. Weil ich eigentlich Lust habe, den zu spielen, weil ich liebste eine japanische Stimme. Oh, ich spiele mit Rapper. Wird eine Herausforderung, Rapper. Tut mir leid. Oh no. Gotta go fast, Alter. Ja, sowas von. Dein 5-Sekunden-Move, Alter. Das war der 3-Sekunden-Move. Ja, okay. Was war das denn, Toda? 5-Sekunden-Move. Ey, ganz ehrlich, der ist schon OP, okay, der muss genervt werden. Ja, kann sein. Kann sein, ja, sagt er. Kann sein. Der ist ein bisschen OP, damit man sich das DLC ja, okay, kauft, aber sonst ist alles geil. Nutzen nur auf ein letztes Leben. Ist dein neuer Main, oder? Nein, bleib bei Ike. Würde mich wundern, wenn ich plötzlich jetzt ein Sephiroth-Main wäre. Oh, ich hab's nicht geschafft. Ich bin so ein Kacknoob, Mann. Tut mir so leid, ne? Alle, die immer mit mir spielen. Ich feier einfach gerade nur die Musik. Mehr brauche ich gar nicht. Die Map hat aber nur ein Lied, ne? Was? Die Map hat nur ein... Nee, du kannst doch die Lieder selbst einstellen. Hä? Ja, ja, okay. Es gibt 10, ne? 11. 11. Ja, 11. Ich wechsle einfach Matcha. Obwohl er mir total viel Spaß macht. Hm. Aber ich will ja nicht, dass du dich noch mehr beschwerst wegen dem Böhmen. Oh, ach so, warte. Okay, ihr startet jetzt doch. Nein, alles gut. Vielleicht ist Blatt doch nicht so mein Char. Vielleicht sollte ich doch jemand anderes spielen. Viel zu oft die Attacke, wo du 3 Sekunden stehen bleibst. Ja, und ja, weil ich dachte so, hey, jetzt treffe ich. Und dann treffe ich doch nicht. Bereit? Ich spiele wieder mit Rapper Aura, das ist irgendwie blöd. Eigentlich ich und Brownie oder ich und Hulda ist, glaube ich, am fairsten, oder? Ey, mit wem halt spiele ich jetzt? Du spielst mit Hulda. Oh no. Aber Hulda, let's go. Ich bemühe mich jetzt. Spiel Fox, das ist mein Main. Jason, spiel mit. Komm rein. Hey, diese 4-Sekunden-Attacke ist einfach OP. Und wenn ihr beide Blatt spielt, dann ist es sowieso vorbei. Ich spiel doch nicht Blatt. Ich weiß. Ich hab extra gewechselt wegen dir. Okay, wegen mir. Persona, ja, weil du... Ich hab kein Online. Es gibt doch irgendwie kostenlos Online. Alle 7 Tage. Musst du mal Dani fragen, wie sie das macht. Du kannst hier irgendwie für 7 Tage kostenlos Online-Mitgliedschaft holen. Schau mal nach im E-Shop. Ey, der Typ drückt B und wenn man reinläuft, ist man einfach instant tot. In dieser B-Attacke. Oder? Ja, ich weiß. Deswegen braucht es ja auch 5 Sekunden, um aufzuladen. Ja, aber...
bei, wenn man wenn 2 gegen 2 macht. Nee, nee, aber bei 2 gegen 2 ist es halt auch relativ unübersichtlich. Da rennt man halt auch einfach mal rein aus Versehen. Ja, klar, das stimmt. Komm, ich bin dein Gegner. Oh, doch nicht, ich bin weg. Wo bin ich? Hä? Ich hab mich gerade plötzlich gesehen. Hey, jetzt ist eine andere Musik, Toda. Ja, weil das ist Zufall bei dir. Ich habe schon eingestellt, dass nur noch eine Musik kommt. Ah, das ist cool, dass Zufall ist. Ich finde es cool. Ja. Das ist auch automatisch immer so eingestellt. Ich finde, es ist abwechslungsreicher. Wieso hast du noch 3 Leben? Ja, das ist die Antwort. Und dein Teammate taunted, dann macht er das nicht. Er taunted? Ja, er macht halt ein Emote. Halt. Wo bin ich denn? Rechts, okay, am Arsch der Welt. Oh, ich sehe mein Fenster nicht. Da bin ich. Man muss öfter auch mal blocken und so, ne? Ja, und grabben. Aber im Grabben ist er blöd im 2 gegen 2. Also das funktioniert nicht so gut wie im 1 gegen 1. Nicht genau. Hä? Was? Was machst du? Was passiert gerade? Wieso springt ihr alle auf mich? Hallo? Ah, schön. Ich bin tot. Bläht. Ja, Mountspark, hast du es dir jetzt geholt? Hast du es jetzt geholt? Mach ich, aber heute hätte ich eh nicht gekonnt, da ich jetzt ein bisschen Netflix gucke. Bye. Oh, schade, Jason. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Abend. Eine wunderschöne gute Nacht. Viel Spaß mit Netflix. Ich hätte heute auch ganz gerne Netflix geguckt. Vielleicht mache ich das nachher noch. Bringt doch nichts. Krieg Sephiroth doch eh noch nicht. Sicher, dass du Sephiroth noch nicht kriegst, Ronsberg? Ich glaube, wenn du dir jetzt den kompletten Battle Pass holst, bekommst du Sephiroth auch sofort. Ich hoffe, das ist in der Direct erwähnt worden. Ob das geht, ich weiß es gerade noch nicht. Bereit? Haben wir gewonnen? Ja, also ich. Warte, wie du? Ja, ich und Bauer. Ach so, und warum wurde ich jetzt rotiert? Ich dachte, der Verlierer rotiert. Ja, es ist doch keiner in der Warteschule, also es sollte rotiert werden. Ja, aber weil ich rausgezogen wurde gerade eben. Du bist halt mit Rapper, aber das passt doch. Nein, ich wurde gerade rausgezogen und wieder reingezogen, obwohl ich ja verloren habe. Ja. Aber der Verlierer, der Gewinner rotiert doch. Ja, vielleicht hast du es auch falsch eingestellt, wer weiß. Ich guck mal nächste Runde nach den Regeln, ja? Ja, mach das. Aber das ist nicht so wichtig, weil wenn es... Ja, aber wenn... Spielt, aber gleich kommen ja noch ganz viele Leute rein. Ja, dann ist wichtig. Genau. Ja, ich meine, wenn du dir einzeln den Charakter kaufst, dann geht's glaube ich nicht, Ronsberg, aber wenn du dir den ganzen Battle Pass holst, dann geht's vermutlich schon. Du würdest dir ja wahrscheinlich eh den ganzen Battle Pass holen, oder? Oder willst du nur diese eine Figur haben? Aua. Warum blinke ich jetzt? Keine Ahnung. So, weg hier. Oh, das war gut. Du hast noch zu viele Leben, Brownie. Okay, warte mal. Und jetzt tötet er mich. Okay, er springt in den Tod. Hä, wieso hab ich ein Leben bekommen? Ich hab nicht mal gedrückt. Hä, ich hab nicht mal gedrückt, dass ich ein Leben bekomme. Ich hab's einfach bekommen. Oh, nicht schlecht. Ja, du hast wirklich zu viel Leben. Geh mal raus. Was? Ja. Okay, Persona. Was? Alles klar, du hast einfach den Schild des Jahrtausends, oder wie? Ja. Ich hab keinen Bock auf Smash. Worauf hast du denn Bock? Nein. Komm her. Danke. Ey, das ist doch OP. Du bist mal bei der Attacke reingelaufen, nicht ich. Ja, was soll man denn machen? Ja. Da noch. Beide sind low, Bruder. Ah, egal. Ich räume mal kurz mein Zimmer auf, ne? Was zum Teufel? Der hat mich rausgeschmissen. Ah, ich lebe noch.
Schlafen. Du willst schlafen? Och no. Dann geh schlafen. Ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht. Wie viel haben wir es? 19 Uhr. Blatt? In 3 Stunden geht's los. Was ist das für ein Geräusch? Ich glaube, das war ich. Nee, das hört sich an, als wenn über mir die Leute mit einem Bulldozer durch die Wohnung fahren. Ich hab das Leben nicht mal genommen, Hula, ich schwöre, ich hab nichts gedrückt. Das Warte, aber stopp. Ich muss ganz kurz Regeln gucken. Wie gucke ich. Hallo, okay. Ich sag stopp und ihr macht weiter. Ich hab nichts gedrückt. Du musst nur B drücken. Gedrückt halten, oder? Ja, genau. Ich kann ja auch für dich schauen, warte mal. Verlierer warten, das ist falsch. Lief. Ja, du hast es falsch eingestellt. Du hast es falsch eingestellt. So, wer ist Vivi? Ist das Luna? Startet ihr bei 3 Leuten? Hallo! Wer? Hört doch mal auf zu starten hier! So geht's los. Perfekt. Ich spiele mit Vivi. Okay, doch nicht. Hä? Könnt ihr euch mal entscheiden? Oh no! Mit wem spiele ich jetzt? Du spielst mit Dings. Rapper-Aura. Mit Dings? Rapper-Aura, ich hab gewonnen. Herzlich willkommen, okay, Jarell. Jarell, komm rein! Was ist in 3 Stunden? In 3 Stunden gibt es Among Us Twitch-Haustier. Ein Haustier, als, ja, als Loot. Oh, und deine Teammates. Oh, der erste ist tot. Du musst in Among Us auf PC dich mit Twitch verknüpfen und in 3 Stunden auf Twitch Among Us gucken. Dann kriegst du das Twitch-Haustier. Geht nur mit der PC-Version. Oh, mir ist warm, ich stelle mir die Hälfte. Ja. Was? Okay, ich habe Fenster offen. Ja, bei mir ist richtig schöne, geile Fenster. Luft, Alter. Ich war heute baden, ich fühle mich wie neu geboren. Es duftet, alles duftet. Juckt mich nicht, okay. Ist gut, wenn es dich nicht juckt. Ja, sonst hättest du vielleicht Flöhe oder so. Leute. Wer ist Vivi? Ist Luna Vivi? Ich glaube, Luna ist Vivi. Wenn noch jemand mitmachen möchte, Code steht im Chat. Warte, wieso bist du weg, Bruder? Ja, ich schau zu. Achso. Dachte schon Rage Quit. Ich glaube, Luna ist so auf meinem Level. Beziehungsweise Vivi. Also Hulda nicht, oder? Also Vivi hat in den ersten 5 Sekunden selbst noch gegangen. Okay, das ist mein Level. Okay, was? Alter. Hulda ist so ein bisschen dein. Nee, Rapper-Aura ist dein Level und Hulda ist irgendwo dazwischen. Ich glaube, Rapper-Aura ist sogar über mein Level. Wenn neue Leute dazukommen, sehen sie den Code im Chat aber nicht. Ja, du Chaot. Du Chaot. Roundspark, da musst du den Code den Leuten geben. Du bist doch netter. Er ist der Mod. Erst, außerdem bist du VIP, ja? Du musst auch mal was für dein VIP tun. Achso, du bist ja mein Team. Ich hab schon verfasst, ihn zu töten. Ja, ich wollte gerade Rapper Aura töten. Und dann habe ich gemerkt, okay. Oh, er ist ja in meinem Team. Okay. Ich könnte ja auch Team damit anmachen, wenn du könntest es. Okay, du könntest es einfach jetzt anmachen. Nein, du. Alter, das war heftig. Er hat einfach Undertaker 666666. Herzlich willkommen. Alter, das ist lustig, wie der lacht. Und jetzt geht er einfach. Er lacht doch nicht. Der hat so. Oder warst du das? Ja, das war ich. Ich dodge und nichts passiert. Wie dodge man? Im Flug einfach ZR drücken, ne? Was? Also im Flug. Ja, im Flug Block-Taste drücken, richtig? Ja, richtig. Und dann auch die Richtung. Oder halt, du machst einen Neutral Dodge. VIP steht bei mir aber für Very Important Person. Ja, aber es bedeutet auch sowas wie wirklich super netter Mann, der Leuten hilft, wenn sie Fragen haben. Very important persona. Impotent, nicht important. Okay, du bist eine impotente Person. Wie geht's? Mir geht's gut. Wie geht's dir? Du machst jetzt auch wieder Suizid? Ja, ich wollte gerade Suizid machen. Das war nämlich ganz gut.
Warte, was? Habt ihr gewonnen? Nein, ich war, habe ja nicht mitgespielt. Nee, aber warum, warum mussten wir jetzt... Gewonnen, so viel weiß ich. Ah, und deswegen musst du Rapper Aura aussetzen jetzt. Ja. Weil er der Beste ist, sozusagen. Ja, ja, so wird's sein. Aber nee, eigentlich nicht. Nee. Ja doch, ey, wo bin ich denn? Ich hab mich schon wieder verloren. Wo bin ich denn? Ich hab mich verloren. Doch, hast du. Aber ich muss eins sagen, ich glaube, ich kann Schach besser als du, aber dafür bist du in Smash besser. Wenn du in beiden besser wärst, würde ich auch gar nicht mehr nehmen wollen. Okay. Also, oh no. Du bist beiden besser als ich. Es gibt bestimmt noch ganz viele andere Sachen, wo du besser bist als ich. Zum Beispiel bist du jünger als ich. Du bist jünger als ich, das ist auch schon mal was Besseres. Hi Brownie Toda und Brownspark Silver Shadow, herzlich willkommen. Hi. Bruder, ich sehe mich gar nicht, weil hier nur Feuer ist. Überall. Ich habe gewonnen, weil du eingestellt hast, dass die Gewinner warten. Ich war an erster Stelle. Ja, genau. Sorry. Meine Überlegung war halt, dass die Profis dann aussetzen, weil die haben ja schon positive Gefühle. Wenn die Noobs aussetzen, dann ist es ja blöd. Dann sieht man nur noch die Profis hier spielen. So die Überlegung. So, ihr könnt alle gerne nachkommen. Die very important Person wird euch den Code euch mitteilen, wenn ihr ihn braucht. Ah, Vivi. Du bist nicht Vivi. Rapper Aura, vielen lieben Dank. Danke dir, Ronspark. Danke dir, Jarell. Alle kennen den Code, aber keiner kommt rein. So kenne ich euch. Oh nein, oh nein. Oh nein, Hä? Unser Discord hat Stufe 2 Boost verloren. Wir brauchen einen Boost. Oh. Warte mal ganz kurz. Ich glaube, der Server ist abgeschmiert. Wieso? Der startet nicht, obwohl alle bereit sind. Ich meine, was für Server? Es gibt keinen Server. Ich glaube, dein Server ist abgeschmiert. Deine Internetverbindung. Ich glaube, Jarell hat das ganze Zeug gecrashed, Kappa. Oh, ist Jarell gejoint. Jetzt wird's lecken, oder? Jarell, hast du eine schlechte Internetverbindung? Jarell hat Minecraft. Setz dich mit der Switch genau auf den Router rauf. Das WLAN muss durch deinen Körper durchgehen. Eins mit dir werden. Oh nein, oh nein! Es leckt wirklich. Gott. Kaum ist... Ey! Woran liegt das jetzt wohl, dass es jetzt laggt? Ich meine, das ganze Zeit ging es, seitdem Jarell da ist, geht gar nichts mehr. Jarell, fix dein Internet, komm. Oder mach den Stream, mach den Stream aus oder setz den auf Minimum, wenn dein Internet irgendwie Probleme macht. Es muss ja an dir liegen. Und das war's. Jarell, schau mal, dass du das in Ordnung bringst. Du kannst sehr gerne mitspielen, aber es muss halt funktionieren. Ich glaube, er ist disconnected, oder? Ja, er ist weg. Dankeschön, der Joel. Falsches Internet. Ah, okay, dann kommen wir wieder mit dem richtigen rein. Wieso? Warte, war das jetzt das Internet von eurem Nachbarn oder was? Was? Was ist denn da los? Warte, ihr spielt jetzt zu dritt oder wie? Nee. Keine Ahnung. Eigentlich wollte ich meine Farbe wechseln. Ich spiele mit Toda. Toda, wir machen das jetzt, okay? Ja, wir sind beide rot. Du kümmerst dich um Rapper Aura, ich kümmere mich um Vivi. Wie wär's, wenn wir beide uns gegen beide. Warte, kümmern? Deine Eltern haben eigenes Internet, Jarell? Okay. Okay, jeder hat einfach eine eigene Internetleitung. Wer kennt's nicht? 3, 2, 1, ja, Luna, let's go, wir kämpfen. Okay, Jarell sagt ja. Dann ist euer Internet aber schlecht eingestellt, wenn ihr eigenes habt. Ihr solltet das symbiotisieren?
Außer deine Schwester, die hat einfach gar nichts. Okay. Ihr solltet das Internet zusammenführen. Mit Mesh. WLAN Mesh. Dann ist alles, dann habt ihr alle das gleiche Internet. Netzwerk. Was? Und alle die beste Leitung. Mir ist langweilig. Ja, du willst ja nicht mitspielen. Ich will doch schweigen. Aber wirklich. Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Ey, Toda, ich bin schon einmal gestorben. Ich sehe mich schon wieder nicht. Ich glaub's nicht. Du bist da rechts, der Blaue. Och man, Vivi macht auch die B-Attacke, Toda. Okay, ich wurde gewone-hitted mit der One-Hit-Attacke. Die benutzen meins und ich habe WLAN-Verstärker. Ja eben. Dein WLAN-Verstärker kann mit derselben SSID hier rein. Über Mesh. Dann habt ihr alle den gleichen WLAN-Zugangspunkt. Und dein Gerät nimmt immer die besten. Dann gibt es nicht zwei getrennte Netzwerke, sondern eins. Das ist viel besser, Jarell. Das ist viel besser. Solltet ihr mal so einstellen. Was? Alter! Vivi hat Selbstmord gemacht und mich dabei getötet. Das war alles, was sie machen wollte, oder? Alles im Leben erreicht. Es gab mal eine Zeit, da war ich mit Toda gleich auf. Los, mach Toda fertig. Ey, Luna, du hast dich selbst umgebracht, nur um mich zu töten. Alter Schwede. Solche Idioten. Na, naja, 130 zu 0% ist schon heftig. Aber das Gute ist, die müssen jetzt aussetzen als Bestrafung. Okay. Oh no. Das ist gut. So, Jarell ist wieder da. Das ist schön. Mit dem richtigen Internet. Mit dem Internet von seiner Schwester. Und es laggt jetzt schon wieder. Ohne dass wir was machen. Oh nein, ich spiele mit Jarell. Aber ich glaube, Jarell ist gut, oder? Weiß ich nicht, er spielt Minecraft, ich weiß nicht. Oh nein, er spielt Minecraft. Du spielst jetzt mit Jarell, also wenn er gut ist, hast du gut. Mal schauen, ob es jetzt laggt. Ich mache mich mal ein bisschen heller, oder? Ah, das sieht schon besser aus. Was ist mit meinen Haaren los? Ja, ja, er will direkt farmen, er ist direkt Minecrafter. Er ist so richtig ein Minecrafter. Och nein, jetzt baut er erstmal ein Haus. Ich bin nicht böse gemeint, Jamel, ich lache einfach gerade nur. Ich glaube, dieser Steve ist ganz stark, oder? Oder ist der Crap? In der Theorie ist er stark, ja. In der Praxis ist er scheiße. Ja, ist gut. Oh, scheiße, ich bin auf der anderen Seite. Ich dachte, ich wäre links. Was macht der jetzt Jarell da? Der fliegt da jetzt rum. Und er fliegt auch, es ist halt echt schwierig durchzublicken, wenn man streamt. Noch auf den Chat achtet und so. Dann acht nicht auf den Chat. Ohne Stream wäre ich 1000 Mal besser, Kapi. Dann schau doch nicht auf den Chat, während du streamst. Nee, warum? Ich habe eine Ausrede, warum ich so schlecht spiele. Ruhe. Okay. Solange ich gewinne, ist gut. Ist halt wirklich so. Toda ist Joker. Dein Main, wenn ja, über die Greif-Kombos. Nee, ich glaube, sein Main ist, Ist Mars, oder? Weiß oder nicht. Wer ist dein Main? Was? Was hast du gesagt? Persona? Mars? Das ist doch Joker. Mars? Joker ist dein Main? Was? Wer ist denn Moes? Nein! Wer ist denn dein, Jane, dein Main? Ja, Ike. Ike ist sein Main, Rapper. Ich mag einfach nur Joker, weil es mein Lieblingsspiel ist. Auf all time.
Joker ist also, Persona, ne? Natürlich. Deswegen sagt er auch Persona. Ach so. Ne? Macht alles Sinn, ne? Scheiße. Er war, aber Hulda macht auch immer nur denselben Moveset, ne? Der kann auch nichts anderes. Ja, ich mach doch alles, hä? Nee, ich mein Hulda, nicht Toda. Weiß ich nicht. Also Alka ist besonders im Aerial stark. Ja, was anderes macht er ja nicht. Ja, hier, das ist das Einzige, was er kann. Und jetzt denkt er, er ist der Geilste, Kipo. Und ich werde ja, werd salzig. Wie sollte Joker trainieren? Wenn es nur eine Ausrede ist, bist du dann wirklich schlecht? Nein, ich bin nicht schlecht. Ich bin gut. Jetzt kann ich meine Farbe endlich ändern. Was? Ja, vom Charakter. Vielleicht sollte ich meinen Charakter wechseln. Zu Marv. Marv? Marv. Da ist doch Marv, oder? Ja, Marv. Ich mag Sephiroth. Weil ich mit Final Fantasy 7 aufgewachsen bin und Kingdom Hearts lass mal 1 vs 1 machen mit einer 2-Win-Regel. Oh no. Da habe ich ja gar keine Chance. Wenn ich jetzt weiß nicht, meint er jetzt dich oder mich? Nee, ich glaube, er meint generell hier im Stream einstellen als Regel. Okay. Ach so, ich verstehe. Ah, ja. Nee, aber spiel gerne mal gegen Toda 1 vs 1. Aber ich weiß, er ist über meinem Skill, also er ist besser. Also wir können ja nächste Runde alle auf Zuschauen klicken, außer ihr beide, und dann schauen wir euch zu. Alter, auf. Ja? Das war super spannend, hä? Das ist voll spannend, Mann. Aber ich bewundere, dass Rapper aber jetzt schon... Okay, jetzt Schwivi und ich gegen euch. Ist ja total fair, Kipo. Nee, ich find's sehr interessant, dass er jetzt schon mit dem Charakter so gut umgehen kann, obwohl der erst... Ja, er spielt aber auch schon seit 24 Stunden fast. Achso. Am Stück, ne? Ja, natürlich. Ich kann nicht schlafen, genau wie ich. Ja. Genau. Naja, warum? Weißt du, warum er so gut damit dem Charakter umgehen kann? Warum? Weil er gut Smash kann und der Charakter halt OP ist. Und beides in der Kombi ist halt, dass man gut ist. Also wenn man jetzt schon so gut mit dem Charakter ist, ist halt einfach schon ein Anzeichen, dass der OP ist, oder nicht? Also Joker ist immer noch OP und der wurde noch nicht genervt. Ja. Und aber zu Joker hat niemand was gesagt. Ja. Es gibt halt gute Charaktere und schlechte. Okay, Nintendo hat ein Interview geführt mit den Among Us Herstellern. Kannst du jetzt anschauen. Was? Ah, so langsam verstehe ich das Spiel. Geil. Oh, mein Char ist einfach viel zu langsam. Was, nächster Smasher ist Imposter aus Among Us? Der nichts kann außer One-Shotten, ne? Er ist eine Arme. Also. Naja, er kann halt W drücken und dann ist die Person tot. Und mehr nicht, oder? Alle 30 Sekunden. Ich frag mich wie. Was fragen Sie sich? Wie Sephiroth von der Community eingerankt wird. In welches Tier? Oh, ich glaube in sehr hohes, oder? Also was in ist S dein oder Gefühl? A bestimmt. Ja. Also ich so habe knapp 650 Stunden Smash, sagt Rapper Over. Wie viel hat er? 650. Ich hab 240. Okay. Alter, ich hab 5 Stunden oder so. Achso, wolltet ihr jetzt 1 vs 1? Ja, anscheinend nicht. Ich hab nicht bereit gedrückt. Vielleicht danach der Runde, wenn die anderen es erlauben. Und fürs nicht dafür ist. Ja, klar. Dann kann ich mir Ike einspielen. Egal, das Spielen bitte. Was meinst du, Jarell? Jetzt, was meinst du mit Spielen? Also jetzt hier spielen so. Spielen. Hä, wieso kann ich dich nicht treffen? Okay, du cheatest. Vielleicht ist Jarell wieder am falschen Internet. Hat er ganz kurz das Internet gewechselt, meinst du?
Okay, er hat mich geschlagen. Okay, er hat mich nochmal geschlagen. Okay, ich flieg einfach weg. Ja. Ich gar nicht. Gegner. Ich hab den Angriff einfach gegrabt und da war es egal. Nö. Zum Teufel, Toda. Du hast einfach perfektes Timing drauf. Da sieht man, dass du 200 Stunden gespielt hast. Okay, let's go. Der wollte mich runterkicken, die Sau. Ey, Toda, Mann! Scheiße. Ich hab Windows-Update. Oh, was? Jarell guckt nicht zu. Du hast ein Windows-Update auf einem Freitag? Ja, ich sagte mir gerade unten rechts, ich hab den Sound bekommen. Und Belchu, hi an alle, herzlich willkommen, hi. Wenn du mitmachen möchtest, sehr gerne. Toda freut sich bestimmt, auch mal wieder zu verlieren. Oh mein Gott. Du spielst bestimmt gut, oder? Mach mal mit. Sind noch Plätze frei. Code ist genau das, was Jarell schreibt. Das ist der Arena-Code. Und Rapper Aura freut sich auch über starke Gegner. Ich bin ein schwacher Gegner, aber ich bin nur der die Arena geöffnet hat. Wenn die Lex nicht da wären, wäre es so viel angenehmer gerade. Ja, das ist halt Nintendo. Also ich kenn's nicht anders bei Nintendo-Spiele leider. Aber es geht eigentlich nur. Vergleichsweise gut heute. Frage ist, ob ich jetzt rein soll. Ja, oh, ich komm rein. Ich hab ihm Leben geklaut. Hast du mir tatsächlich in die Karten gespielt? Nö. Okay, was soll das jetzt heißen, Toda, hä? Ich glaub, ich spinne. Überheblich. Okay. So sieht's aus. Und jetzt Emote machen. Einmal kurz ein 1 vs 1, Toda. Brownie entscheidet, ob ja oder nein. Sehr gerne. Ich brauche keinen Code. Ich habe nichts eingegeben. Gute Server hat Nintendo... Nee, es gibt keine Server. Das ist alles Peer-to-Peer. Wenn einer von euch eine schlechte Internetverbindung hat, tut's für jeden lecken. Nie wieder Brownie? Was? Wie nie wieder Brownie? Wir haben noch gewonnen. Okay, er möchte nicht mit mir spielen. Wollen wir jetzt 1 vs 1 kurz zugucken, wie Toda mit Dings spielt? Wie ich zerstört, oder? Leute? Oder wollt ihr weiterspielen? Oh, da müsst ihr jetzt alle auf Zuschauer gehen. Oh ja, komm, das wird was. Krass, krass, dass ihr alle mitzieht, Leute. Oh, Toda. Toda, das haben alle mitgemacht. Liebe geht raus, dass ihr alle diszipliniert seid. Und danach geht's weiter. Danach könnt ihr alle wieder rein. Maxi Boy, hi. Ich bin gespannt jetzt. Oh, Sephiroth gegen Sephiroth. Da hast du aber direkt Sephiroth genommen, ne? Ich will's werden. Wer ist denn jetzt wer? Toda ist der Nackte, glaube ich. Nee, Toda ist nicht der Nackte. Doch, steht doch da. Hashtag Team Toda. Ich bin für Rapper Aura. Schade. Ja, Jason. Lockdown ist bis zum 18. Januar, glaube ich. Bis dahin ist Homeschooling oder verlängerte Ferien. Ich weiß nicht. Ich
Hashtag tot. Jarell, du hast auf jeden Fall, Toda hat, du hast auf jeden Fall Fans. Und zwar Jarell und Hulda. Ich will ihn jetzt nicht reinlabern. Ich habe jetzt mich gemutet, dass er sich vollkommen konzentrieren kann. Jimmy Sky TV, herzlich willkommen bei den Brownies. Wenn du mitmachen möchtest, es sind noch Plätze frei. Vielen, vielen lieben Dank für dein Follow. Liebe geht raus. Oh no, wir sehen gar nichts mehr. Jarell hat den Arena-Code gepostet. So kommt ihr rein, Leute. Dies ist eine hervorgehobene Nachricht. Danke, die Hulda. Komisch, dass im Chat die Nachricht nicht hervorgehoben ist, oder? Hier im Stream, Toda. Hulda. Das finde ich ein bisschen blöd. Dass sie nur im Chat ist, weil ich gucke manchmal. Manchmal nur hier in dem Bild. Deswegen überlese ich das manchmal. Wer hat gewonnen? Ich, aber nur durch Luck. WTF. Er hatte gewonnen. Nein, er hätte nicht gewonnen, sondern du hast gewonnen. Deswegen. Er hätte aber gewonnen. Alle applaudieren. Ey, das war echt ein krasser Kampf, Leute. Ja. Also ihr beide seid wahrscheinlich hier einer der Besten. Und der, oh, Erich. Erich ist auch noch richtig gut. So, ihr könnt alle rein jetzt. Alle rein. Ich bin kurz spectaten. Ganz kurz hier. So. Jetzt kannst du mein Handy holen. Handy holen? Okay, ich mit Dream versus Jarell und Hulda. Ich geh kurz mit Hund raus. Alles klar, Rapper Aura. Dann zieh dich einfach auf Zuschauer oder so. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Jetzt wird's interessant. Jetzt kommen ein paar Leute, ein paar neue Leute, neue Teammischung, Teamkonstellation. Könnte jetzt interessanter werden auf jeden Fall. Hulda. Und Jarell. Warte, okay. Rocket Arena ist was anderes als Rocket League, oder? Ja. Okay. Da gibt's nämlich gerade Twitch Prime Sachen für Rocket Arena. Nee, das ist ein ganz anderes Spiel, oder? Da steht auch Season 2, deswegen. Und ich dachte, Rocket League ist auch ein Season 2. Ja? Achso. Ich glaube, Rocket Arena ist. Ich weiß nicht, was das für ein Genre ist. Nicht LOL, sondern so ein anderes Genre. Summoner-Genre. Oh, es leckt ein bisschen. Schade, dass man bis heute nicht sieht, wer an diese Lecks schuld ist, ne? Weiß es doch. Nö. Jemand hat sich jetzt gewechselt. Nee, es kann durchaus. Es muss jetzt gar nicht mal mehr Jarell sein. Es sind ja jetzt mehrere Leute in der Lobby. Da habe ich tatsächlich jetzt den Überblick verloren. Also eben hat es aber mit Jarell noch nicht so krass geleckt, oder? Es kann sein, dass weil jetzt viel mehr Leute in der Lobby sind, dass es dann halt einfach leckt, ne? Nein, wenn alle gutes Internet haben, ist es nicht so. Peer-to-Peer funktioniert nicht so. Peer-to-Peer braucht nur einen schlechten, dann ist es auch gar nicht. Ja, genau. Alle haben perfektes Internet, einer hat schlecht und dann ist alles im Arsch. Ja, aber wenn alle anderen gut haben, ist es egal. Ja, also eben. Es kann auch 8 sein. Eben. Wir haben immer das schlechteste Internet von dem schlechtesten. Ja, richtig. Das ist halt echt ein riesen Nachteil von Peer-to-Peer. Und deswegen bin ich auch kein Fan von Peer-to-Peer. Gibt es überhaupt Vorteile von Peer-to-Peer? Ja, dass man keinen Server braucht und das für denjenigen, der Server betreibt, 0 Euro kostet. Ergo Nintendo, die aber trotzdem eine Goldmitgliedschaft wollen, für die Serverkosten, die gar nicht da sind. Und es ist fair für alle. Verstehst du? Also. Alle haben Lags. Alle haben halt aber das Schlechteste vom Schlechtesten. Und damit ist es fair für alle. Sonst hätte der Schlechteste halt die schlechteste Erfahrung. Jetzt haben halt einfach alle eine schlechte Erfahrung. Ja. Aber es ist halt fair. Aber ich glaube, das Hauptargument ist halt einfach keine Serverkosten. Na, dafür kriegst du ganz viele SNES-Spiele und NES-Spiele gratis. Wow.
Wow, ich weiß, Calafonte. Dafür zahle ich doch gerne für online, um am Ende offline SNES zu spielen. Ja. Ich bezahle für online und kriege Offline-Spiele. Und das ist das Einzige, was daran toll ist. Ja. Verstehst du? Ich bezahle für etwas ganz anderes und kriege was ganz anderes. Ja, der kauft halt nicht. Niemand zwingt dich. Ja, dann kann Daniel ich gar nichts mehr machen. Dani, ja, oder Dani. Ja, Dani macht auch gratis. Oh nein! Tot. Nee, ich hab ein Riesenlasso. Alter, diese Range von dem scheiß Ding ist aber echt groß. Ja. Du warst einfach schon fast offstage. Och man. Weil es so laggt, habe ich mich in Slow Motion schon tot gesehen. Okay, guck mal, da stürzt der Meteorit ab. Das ist das Ende von Final Fantasy 7 bestimmt. Okay, jetzt haben wir alle einen Spoiler. Nee, wirklich so. Sakurai hat auch gesagt, dass die Stage Spoiler, das Ende. Ja. Da hat er gesagt, wenn ihr nicht gespoilt werden wollt, schaltet ab oder spielt nie das Smash Bros. Hat er gesagt? Ja, hat er wirklich gesagt. Hat er wirklich spielt gesagt. Nie wieder Smash Bros. Nein, hat er nicht. Aber ich... Alter, okay, was geht da im Hintergrund ab? Ich schau mir den Hintergrund an, wenn ihr da kämpft. Spiel lieber Smash... Final Fantasy 7, oder? Es ist viel besser als... Aber das müsste ich mir auf der PS4... Ja, aber es ist... Nein, doch, mach hol. Es ist viel, viel besser als dein Persona. Ist wirklich so. Nein, es gibt nicht ohne Grund... 14, 15, 16 Final Fantasy Titel, Teile. Ja, aber wieso hat denn Metacritic Final Fantasy 7 Remake nicht mehr als Persona 5 Royal? Weil es nicht kostenlos ist, oder? Persona 5 Royal ist auch nicht kostenlos. Ja, aber das andere Persona 5. Nein, ist nicht kostenlos. PSN Plus. Ja, aber das ist ja nicht das, was ich glaube, beide Spiele sind sehr gut. Sollte man beides gespielt haben, auf jeden Fall. Du hast wahrscheinlich beides nicht mal gespielt. Doch, Teil 7 habe ich vor 20 Jahren gespielt. Auf der PlayStation 1. Nee, Remake habe ich nicht. Ja, siehst du? Bam. Die Stage ist toll. Wird's langsam... Das ist Erich. Ah. Ja, Erich. Erich spielt jetzt gegen dich. Ich würde gerne mit Erich spielen. Ja, Mann. Du spielst jetzt auch mit Erich. Nein, aber ich spiele gegen ihn. Nein, weiß man nicht. Doch, ich weiß es. Weil die Teamzusammensetzung ist immer gleich. Du spielst mit Erich und ich spiele mit Dream. Hä? Was laberst du? Ja. Das laber ich. Aber wenn du mit Erich spielst, dann wäre das Spiel schon vorbei jetzt. Ja. Dann wärst du jetzt schon gegessen, Toda. Ja. Dann gewinnt ihr ja. Ja. Du sollst nicht gewinnen. Wieso nicht? Weil das ja dann langweilig ist. Das muss ja schon irgendwie ein Kampf sein hier. Sonst brauchen wir ja nicht kämpfen. Ja, dann können wir Frieden schließen. Oh nein, Toda! So einer ist er. Du spielst schon wieder den OP-Charakter. Ich fass es nicht. Das ist Erich. Erich ist fair. Erich spielt S-Tier-Charakter. Okay, ja, alles klar. Erich spielt einen anderen. Erich weiß, was ich gehört. Du spielst jetzt S-Charakter. Der ist noch nicht mal eingeweckt worden. Wie willst du sagen, dass der S-Charakter ist? Das sieht man noch. Er drückt B, du drückst B und alle sind tot. Ja, dann war ich aus. Ja, genau, war ich aus. Bumm. Genau. Es ist halt so lächerlich. Du drückst halt einfach nur B, zack, nächster tot. Du hast jetzt mit zweimal B drücken zwei Leute innerhalb von 5 Sekunden getötet. Ja. Und du sagst, es ist überhaupt nicht S-Klasse. Ja. Weil es auch Zeit braucht zum Aufladen. Das kann der Hero auch. Kann man im Voice nicht. Ich würde es jetzt auf 2 beschränken, weil es sonst zu großer Chaos ist. Ich hoffe, ihr versteht das. Hallo, Luba. Geil. So kann ich halt noch mit dem Chat reden. Und wenn jetzt mehr im Voice sind, dann redet ihr halt die ganze Zeit. So ist es ein bisschen entspannter. Denke ich. Hoffe ich. Oder macht wieder B-Attacke und wir sterben alle.
Scheiße. Warte. Aber Erich ist. Ist Erich besser als du? Ja, würde ich auch sagen. Oder ich weiß nicht. Jeder ist besser eigentlich als ich, weil ich kann wirklich gar nicht. Okay. Also bin ich besser als du, ja? Ja. Wenn du nicht die gleiche Attacke spammen würdest, würdest du es vielleicht auch sein, ja. Was? Ja, okay. Selbstmord. Tut mir leid, Erich. Oh nein. Ja, er gibt auf, okay. Hä? Ah lol, nee, er gibt nicht auf, das war sein Konter. Ah, geil. Ich wusste nicht, dass er sein Konter ist. Vorhin soll ich dir Smash-Hilfe geben, euch? Ich glaube, das ist, der Zug ist abgefahren. Das Spiel ist zu alt, um da jetzt noch einzusteigen. Zu viele Profis. 600 Spielstunden werde ich in meinem Leben nicht mehr aufholen. Ich spiele auch viel zu selten Smash. Ich mache das auch nicht komplett. GG. Es war ein spannender Kampf. Wieso hat er so cooles weißes Haar? Auch wer hat weißes Haar? Ja, wer? Du? Oh ja. Nein. Ich mit Jarell, Rapper Aura und Erich. Ich, wer okay, wird gewinnen? Ich glaube, ich werde nie aussetzen, weil ich immer verliere. Das Spiel startest du aber. Das eben wolltest du aber nicht mit mir und Erich starten. Ja, ey, das ist halt. Das Spiel hat entschieden, Toda, nicht ich. Ja, aber du hättest ja abbrechen können. Die Gewinner fliegen raus, ja. Weil sonst würden irgendwie nur noch die Gewinner spielen, die das immer die gleichen Personen sind. Bei Verlierer habe ich eigentlich die Hoffnung gehabt, dass immer mal wieder jemand anderes verliert. Und nicht immer nur ich. Oh no. Dass halt die Schlechten mehr spielen und dadurch hoffentlich besser werden. So der die Idee dahinter. Ansonsten würde jetzt die ganze Zeit nur Erich, Toda und Rapper Aura spielen. Und Jarell. Und Jarell spielt nicht gut. Achso. Gleich noch 2 Stunden, dann geht's los. Okay, Erich macht einfach nur runter B oder sowas. Oder runter A. Alter, was war das denn gerade? Von Rapper Aura. Was macht denn Erich da? Rumstehen und du? Ja, okay. Alter. Alter, warum sind die beiden so gut, Mann? Ja, jetzt macht die Ultimate-Attacke, dass man direkt stirbt, ohne was drücken zu müssen. Das ist auf jeden Fall Skill-Level-Maximum. Ja. So, oder nicht? Das Glück. Glück? Das war doch. Ja, das hab ich doch gemacht. Nein, ich meine die andere Attacke, die hinter dir war, die dich nicht getroffen hat. Das meine ich, dass du Glück hattest. Jetzt wieder B und alle sind tot. Sephiroth ist schon echt krasser Shit, weil, Mann. Das ist definitiv. Schon andere Charaktere auch haben. Ja, ja, war definitiv S-Tier. S-Tier Plus. Hä? Die Attacke wird im One-on-One so schwach sein. Die Attacke ist nur im Team-Level gut, weil du ja hier Marcel nicht machst. Hier, bam. Und er hat wieder einen umgebracht. Nur mit B. Einmal B gedrückt. Das war's. Außer er hat die Oberhand, dann ist die Attacke dann stark, aber. Wenn die Gegner. Das. Ja. Und wieder jemand umgebracht. Einfach wie schön das aussieht. Ey! Ich hab runter A gedrückt, ging nicht. Runter B auch nicht.
Da, ja, was? Jetzt ist das Internet weg, Kappa. Ja. Nee, doch nicht. Irgendwann gewinnt das noch. Oh no. Vielleicht auch nicht. Wer hat gewonnen? Wer wohl? Jarell? Ja. Ach man, ich will nicht immer. Ich will auch mal rausfliegen, weil ich gewonnen hab. Geh dann spiel mit mir, Kappa. Nein. Bin ich gut. Diese Char. Jarell Internet. Diese Char ist OP, siehst du? Bei 4 Spielern habe ich keinen richtigen Überblick. Ich auch nicht. Ich spiele mit Toda. Komm, Toda, du hast gerade predicted. Spiel mit mir. Jetzt zeig mal, was ja, du kannst. Ich habe keinen Kappa, weil ich scheiße bin. Nee, du hast keinen Kappa gesetzt. Jetzt mach. Wehe, du verlierst jetzt. Ja, wenn du jetzt Suicides machst. Wunderschönen guten Abend, Jesse Line. Du musst dann ausspielen, Bonnie. Ich mach gleich aus. Okay. Schade. Mach die B-Mu! B-Mu! Wird Zeit für einen neuen Namen? Wie willst du dich denn nennen? Nenn dich doch Mama von... Wie hieß das Kind nochmal? Kimberly. Mama von Kimberly. Guter Name. Oder Kimberlys peinliche Mama. Dann kannst du sie immer im Internet trollen, wenn sie in den Streams kommt. Komm her, Jarell. Hallo, hier ist die Mutter von der Kimberly. Kannst du dann in den Chat schreiben. Wenn sie wieder Scheiße baut. Mein Kind ist garantiert peinlicher als ich. Definitiv. Richtiger Internet-Troll. Spätestens, wenn es im Einkaufen sich auf den Boden wirbt und schreit. Nur Latino. Ich glaube, ihr schreit beide dann im Laden, oder? Das wird ja was werden. Ey. Hä? Unter B ist ja echt scheiße bei Bled. Herzlich willkommen, Karuma Dream. Sephiroth's Team ist einfach teuflisch gut. Oh ja. Ich schmeiß mich dazu und mach mit. Oh mein Gott. Hört doch mal auf hier. Ich treff nichts, oder? Dann fang an zu treffen. Ich bin echt nicht gut in Smash Karuma. Ich bin hier der Schlechteste in der Lobby. Kannst gerne dazu stoßen. Wir haben noch Plätze frei. Aber ich werde dieses Elend bald beenden, glaube ich. Alter, ich bin tot. Ach warte, es gibt nicht immer dieses Sudden Death? Nö, weil du gestorben bist im letzten. Kacke. Ja, sorry, jetzt muss ich nochmal spielen. Ich werde nie als Belohnung aussetzen. Wann hast du den Stream überhaupt gestartet? Vor 2,5 Stunden. Krass. Zeit vergeht. Da ist der Turniercode LJ985, wenn ihr mitmachen wollt. Bereit? Okay. Was denn?
Du summst da was. Oh nein, Samus. Melodierst. Ja. Hast du erkannt, was für ein Spiel das war? Ja, das war Smash Bros. Okay. Hier kann man nichts vormachen. Was? Das heißt, was wolltest du mir verkaufen, bitte, was das war? Pokémon. Das okay, da Pokémon, alles klar, weiß ich Scheiß. Das neue Pokémon, Gen 3. Ja. Warte mal, das ist jetzt eine komplett andere Musik, ne? Gar nichts ja. mit dem Spiel zu tun, Kappa. Okay. Zephyrot-Attacke ist explodiert, weil du OP bist. Ich habe das Gefühl, ich werde jetzt wieder aussetzen, nicht aussetzen, so rum. Obwohl, mit Erich könnte ich es schaffen. Ja, bei dem Lag schaffst du es. Erich! Ich gebe mein Bestes, ich bin tot. Ich bin doch nicht tot. Oh Gott, das war ja richtig gut gerade. Ich weiß nicht, ob ich es war oder Erich. Ich glaube, es war Erich. Ah, shit, falsche Richtung. Ach, das ist der Theme? Die Musik kenne ich gerade nicht. Die klingt ein bisschen weihnachtlich. Ja, das ist Theme, ne? Aber immer, wenn eine Frau singt im Hintergrund mit so A Cappella oder so, das klingt immer weihnachtlich, oder? Oder christlich, kirchlich, irgendwie sowas, geistlich. Das ist auch episch, Mann. Das ist irgendwie episch. Wie er nicht ausliegt. Zweimal schon gesmashed und er fliegt nicht raus. Mal sehen. Ja, du kannst auch. Ja, weil du deine komische ja, mein Smash. Tier-S-Attacke machst. Ja, mein Aerial. Alter, gegen Bildschirm geknallt. Was soll man da denn bitte schön noch machen? Was? Ja. Blät. Kann ich cool killen. Ja, was? Ey, du Tier 6, Tier S. Tier S Plus Kämpfer. Was anderes kann man dazu nicht mehr sagen. Gar keine Chance. Oh nein, aber Jerry hatte noch ein ganzes Leben. Ja, du musst dich nicht entschuldigen, die sind alle auf dich gegangen. Sonst wäre ich schon lange tot gewesen, vorher. Vor deiner Zeit. Aber ich habe jetzt die letzten 6 Runden nicht einmal gewonnen. Das lässt mich ein bisschen zu denken. So, Karma. Jemand Neues. Ich bin gespannt. Ich spiele mit Dreams, Erich und Karma. Oh mein Gott. Ich glaube, gegen Erich habe ich keine Chance. Erich spielt mittlerweile Zufall, Toda. Ja, finde ich Ehre. Erich. Auf jeden Fall. Toda, wir sind ein gutes Team, sagt Jarell. Ich bin Karma. Ah, Karuma. Wie war das? Du bist schlecht? Okay. Also ich sehe gerade nichts, dass du schlecht bist. Ich glaube, wir müssen erst auf Erich gehen. Aber Internet funktioniert gerade richtig gut. Ich bin beeindruckt, Leute. Ich habe echt viel schlechtere Erfahrungen schon gemacht. Ja. Erich ist einfach hammer krass. Wahrscheinlich ESL-Spieler oder so. Fire!
Oh, bin wieder da. Hab gerade übelst Disconnect gehabt. Oh, Rapper. Wir kommen zurück. Im Spiel haben wir nichts davon mitbekommen. Was, die Arena ist voll? Echt jetzt? Nice. Ich hoffe, du bist noch reingekommen. Ich habe die jetzt gar nicht so voll gesehen, die Arena. Du hast mir jetzt mal Vivi fragen. Ich glaube, die ist AFK. Die ist mit dem Hund, oder? Ja, sie ist. Ach so, oder sie ist? Na. Oder was ist sie? Ach, keine Ahnung. Die ist voll. Sie ist Arena. Die Arena ist voll. Nice. Weil zwei Leute AFK sind. Oh, zwei sind AFK. Soll ich die kicken? Die ganze Zeit auf der Zuschauerbank, Vivi und Dings. Ich kann die gerne kicken, wenn die. Die können ja im Stream zuschauen. Ja. Außer sie kämpfen mal gut, dann kriegen sie auch. Ja, das war schlecht von mir, ne? Du hast halt eine richtig schwache Attacke gemacht, wo er sich nicht bewegen konnte. Ja, ich hätte einfach. Ja, wisst ihr, wäre ich Zephyr Rod, einfach B drücken, fertig, tot. Ihr hättet jetzt dieses Sun-Dev. Hey, ich bin tot, scheiße! Ja, ihr hättet dieses Sun-Dev nicht haben müssen, hättest du ihn gekillt. Ja. Mit einer Attacke. Ja, wenn ich Zephyr Rod gewesen wäre, hätte ich einfach nur B drücken müssen, mehr nein, nicht. Du hättest einfach nur hochspringen einfach müssen. Einfach nur B. Nicht machen müssen. Wie macht man das? X drücken und dann was drücken? Wie hast du einen Smash? Was für eine Attacke? Smash-Angriff. Wie geht ein Smash-Angriff? Ich bin weg. Okay, danke. Jetzt weiß ich, warum du immer verlierst. Dann sag's mir halt nicht, dann wird sich nichts ändern. Ja, ah. Okay. Ah, gedrückt halten. Oder den rechten Joystick. Ich würde ja gerne die AFKler kicken, aber die Runde geht los. Ihr habt mir gar nicht die Möglichkeit gegeben. Du hättest B drücken können. Du hast aber A gedrückt. Ja. Dann hätte ich jetzt, wäre ich jetzt im Menü und ihr hättet gekämpft. Nö. Ich habe gefühlt gar nichts gemacht. Doch, du hast gewonnen. Karuma, GG. Ich muss gleich die AFK-Leute kicken, Jarell. Die ist gerade voll, die Arena, wie es aussieht. Teamwork, Toda. Weil ich jetzt weiß, dass man A drücken kann. Danke übrigens, dass du es mir gesagt hast. Wirklich jetzt, ohne Scheiße. Ja, das ist kein Sache. Gewinnen hätte ich nicht gesagt. Komm. Ja. Danke, dass du mir mal hilfst, auch wenn ich immer so komische Fragen stelle. Ja, lass uns jetzt konzentrieren und das gewinnen. Machen wir. Bam! Ach komm. Ja, wirklich. Scheiße, ich bin weggeflogen. Ich kümmere mich um Javel. Ich auch. Nee. Oh, der ist gleich tot. Ja, mit deiner B-Attacke, glaube ich, ne? Ah, ein Smash-Angriff. Ja, die Smash-B-Attacke. Es gibt keine Smash-B. Ach so. Smash rechts oder Smash links, Mann. Ja, Smash seitwärts. Smash seitwärts. Kannst du mich mal kurz covern, weil die beide wollen mein AS, weil ich 144% habe. Ja, ich versuch's. Die beide wollen mich gerade richtig hart. Aber dafür gebe ich das Support noch von hinten. Ich muss einfach nur mich kurz mal ein bisschen decken. Okay, ja. Nee, kam ich nicht mehr hoch. Schade. Du hast noch zwei Leben, alles gut.
Komm, bitte, Cheryl weg. Ja. Wow, was? Und ich habe auch noch zwei Leben. Nee, warte, was? What the fuck, wieso bin ich so gut jetzt? Alles nur wegen dem wegen der Smash-Erklärung. Geh rauf, du musst mir helfen, du musst aggressiv jetzt reingehen. Ich mach schon, ich mach. Wir haben nämlich einen Vorteil, dass wir zu zweit sind. Ich mach das Ding. Warte, ich geh von hinten rein, ne? Mit dem W-Angriff. Das ist so lame, deine Beine. Bam! Okay, ja oder so. Hey, mal mit dem Pfeil rauf. Ich komm von hinten. Hä? Okay, hat er keinen Selbstmord gemacht? Der ist so, phew! Der ist so ganz komisch geschwebt. Es laggt. Ich hoffe es, die Lags beheben sich. Bei mir war gerade gut. Vielleicht meinen sie auch deinen Stream. Oder mein Stream. Das wäre dann nicht so schlimm. So, drück mal bitte, wenn es geht, nicht direkt bereit. Ich will die Leute, die AFK sind, kicken. Wo kicke ich denn die? Oben rechts, ne? Einfach, ja, oben rechts. Ja, dann bannst du die auch leider instant, ne? Ich bann die also, auch. Es gibt kein Kicken. Also, wenn die einmal weg sind, dann können sie nicht mehr rein. Warte, wen muss ich kicken? Ah, ne, Vivi ist da. Erza. Vivi ist da, wer ist da? Erza ist nicht da. Erza ist nicht da. Also, außer. Aber jetzt meldet sich ja nicht. Erza, falls du wieder da sein solltest, schreib dann in den Chat. So, ihr könnt anfangen. Bereit? The battle is about to start. Perfekt, Leute. Ich gehe kurz was zu holen. Trinken. Mhm. Oh, Rapper auch raus drin. Moin, Alter. Und der Rapper Aura. Und er wird jetzt trinken, großartig. Wer spielt denn hier? Ice Climbers und Karl gegen Yoshi und Lucina. Lucina. Mal schauen, Rapper Aura. Ich überleg mir, ob ich nachher noch zocke. Sonst halt morgen oder so, wenn du Zeit hast. Wenn du auf Discord bist, können wir uns ja eh darüber austauschen. Weil ich würde etwas früher schlafen gehen. Ja, bin ich, sehr gut. Dann vielleicht am besten schreibst du. Ich schreib dich an. Ich such dich später mal. Dann können wir uns da kontaktieren. Ah, danke, Jesse, auch noch. So. Wir sehen ja ein spannendes Gameplay. Wir sehen, dass Team Rot hinten liegt, aber ich glaube nicht so weit. Oh, nee, Team Rot liegt hinten. Ah, ja, ja. Ah ja, jetzt holt Team Rot wieder auf. Okay. Team Rot hat das Comeback gewagt. Wenn wir jetzt früher schlafen gehen, 4 Uhr nachts, ja gut. Ich möchte halt ein bisschen früher schlafen gehen, weil ich will nicht erst am Mittag aufstehen, so 13, 14 Uhr. Ich will eigentlich schon am Morgen aufstehen, deswegen so. Denke ich mal, ich besser irgendwie ein bisschen früher schlafen gehen. Moin, Frauen. Und wie läuft's? Ja, super. Ich bin rausgeflogen. Also bei mir ist früher schlafen gehen 4 Uhr nachts. Wie, du bist rausgeflogen? Also, ich bin aus dem Spectaten rausgeflogen. Ah, okay, ich dachte jetzt schon, du bist irgendwie. Kommst nicht mehr rein. Nö, alles gut. Bist raus. Ich muss jetzt kurz Rapper auch auf Discord suchen. Jesse, vielen lieben Dank für den Discord-Link. Also, ich hab nicht. Okay, er hat zum letzten Mal am 6.6. was geschrieben. Das ist ja ein bisschen her. Ach. Vor einem einfach von halben Jahr. Kuhfleck-Milker. Richtig geile Milker. Ich glaube, es gibt keine bessere Milker, oder? Ich hole mir auch vielleicht Final Fantasy 7 Remake. Mach mal. Nee, du sagst jetzt schon wieder, ja, das ist besser. Nein, das ist wirklich gut. Nein, das ist ein gutes Spiel. Ja. Mach lieber Bruchschokolade. Was meinst du mit Bruchschokolade? Also halt brechen. Einfach. Statt das ganze Ding in den Mund zu schieben, einzeln zu essen. Dann sind die Häppchen kleiner. Ja. Dann wird auch dein Appetit mehr gesättigt, weil der Körper denkt, du isst mehr. Das ist vor allem, weil man langsamer isst. Ja, richtig. Dann wirst du noch weniger zunehmen. Erza Scarlet, hey, warum bin ich raus? Sorry, Erza Scarlet. Die Lobby war voll und ich hab versucht, die Leute zu kicken, die AFK sind. Du kannst gerne wieder joinen. Ich glaube, das ist aber gerade nicht mehr möglich, ne? Ich muss eine neue Lobby aufmachen. Ja, ich könnte auch rausgehen, dann könnt ihr mitspielen. Nee, aber geht ja nicht, weil ich ihn gekickt habe. Ach so, stimmt. Ja, richtig. Dann müsst ihr eine neue Lobby aufmachen. Ich will mir das Remake für PS4 holen. Rapper Aura hatte Final Fantasy 7 Original für die Switch. Ja, einfach beides. Und das Remake.
Ich hole mir das Remake. Das Remake soll, glaube ich, richtig gut sein, ne? Ja, das ist wahrscheinlich besser als der Originalteil. Oh, haben wir schon Hamburg gegessen? Jetzt ist halt alles überarbeitet, ja. Und er hat Scarlet. Er muss und neu starten. Was hast du nur Schönes gegessen? Erst das Scarlet, einfach Game neu starten, dann kannst du wieder joinen. Du, jetzt habe ich was Neues gelernt, das wusste ich echt nicht. Cool. Weil es ja keine Server gibt. Du legst Tafelschokolade auf dem Backblech. Mit Backpapier schiebst du es in den Ofen bei 50 Grad. Dann wird sie flüssig. Dann schmierst du sie und dekorierst es nach deiner Wahl. Was? Ah! Ah, ich verstehe. Warum sollte ich das machen? Voll lecker. Bereit? Okay, drei Blätts gegen ein Jochen. Spaghetti Bolognese. Was Spaghetti Bolognese? Oh, lecker. Hat ihr auch gegessen? Auch voll lecker. Ich liebe Bolognese. Mit Käse. Mit Käse drauf. Ja. Richtig geil. Ja, mit Käse. Ohne Käse ist gar nicht mehr bei mir. Nur noch mit Käse. Richtig schön Käse drauf. Und dann, dass der Käse so schmilzt und sich so alles so als eine Masse macht. Mhm. Jetzt habe ich Hunger auf Spaghetti Bolognese mit Käse. Ich habe Lust auf Final Fantasy 7 Remake, weil das hat viel bessere Grafik als das Original, glaube ich. Ja, ja. Also das ist wirklich geil. Das Original ist uralt, oder? Ja, ich muss also Final Fantasy 7, ich will Final Fantasy 7, 15 und 16 spielen. Mach das. 16 halt in ein paar Jahren, wenn es raus ist. 15 will ich eigentlich auf PC holen und 7 dann auf der PS4. Genau. Da habe ich Bock drauf. Nur ich habe halt so viele Spiele. Ich glaube, das wird jetzt das erste Mal, dass ich wieder gewinne. Ich hab kein PS Plus, sorry, aber danke fürs Angebot. Weil ich möchte nicht Nintendo Online und PS Plus haben. Und PS Plus habe ich keine Online-Spiele. PlayStation. Los, Brownie, gewinne. Sieht gut aus. Ja, wir wissen nicht, wo wir das Video raushauen. Du musst eigentlich nur einen starken Angriff landen. Also egal, Side B reicht auch schon. So? Nein, Side B. B und ein rechter Angriff. Ach, Side B. Hat aber auch schon gereicht. Ja. Der Angriff hat halt ein bisschen noch. Brauni, streamst du die Direct um 0 Uhr? Ich weiß nicht. Ich wollte eventuell gleich ausmachen und Netflix oder so schauen. Was? Das geht auch so. Aber es kann natürlich sein, dass ich auf einmal die ganze Nacht online bin. Ist ja immer so, ne? Die Streams, wo ich meine, die sind am kürzesten, sind auf einmal die längsten. Kennt ihr ja. Ich hab kein Date. Ich kann dir den Chat vorlesen, wenn du kämpfst. Ja, mach mal. Rapper aber fragt, was für eine Direct. Die Direct. Genau, um 0 Uhr ist ein Nintendo Direct, aber es geht nicht um Spiele, sondern es geht nur um das neue Entwicklerstudio, was sie da in Japan aufgebaut haben. Das zeigen sie. Freizeitpark. Super Mario World. Ist es wirklich ein Freizeitpark? Ja, Freizeitpark, ja? Das ist eine Art Freizeitpark, so eine Art Gamer. Ja, ja, aber ich dachte, es geht um irgendein Studio. Nein, ich glaube nicht, dass es ein Studio ist. Also es wird irgendeine Location nur gezeigt, also nichts mit Spiele oder sowas. Ja, okay. Um 0 Uhr geht's los, in 12 Minuten oder so geht das. Kann ich gerne reacten, falls ich live sein sollte. Ansonsten, also man verpasst glaube ich nichts. Damen Gambit auf Netflix. Ah ja, Damen Gambit auf Netflix. See you. Das würde ich mir gerne anschauen. Allein schon wegen der netten Schauspielerin sehenswert. Oh, jetzt bin ich aber neugierig. Aber das Final Fantasy 7. Oh, ich sollte es nicht. Oder du musst ja auch Damen Gambit angucken auf Netflix. Ja, du wirst da einen Vorteil noch. Du machst nur A, das ist so ein schwacher Angriff. Ich werde Damen Gambit auf jeden Fall auf meine Watchlist packen. Ja, du hast eh gewonnen. Du darfst einfach nicht mehr sterben. Wenn du nicht mehr stirbst, hast du gewonnen. Ich wollte aber ein K.O. machen. Ja, das hättest du dich beeilen müssen. Ich werde von Vivi vollgespammt. Aber wir haben gewonnen, Jarell. Als Belohnung dürfen wir jetzt aussetzen und uns erholen. Okay, Jarell hat gewonnen. Jarell hat gewonnen. Oh, ich habe eine rote Strumpfhose an, wie geil. Habe bald mein PC und werde die PlayStation 4 nicht groß benutzen, sagt Rapper. Verständlich. Jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, der Kampf wird eindeutig. Code ist voll. Arena ist voll, ne?
Ja. Nö, nee, der Kampf wird nicht eindeutig. Ich glaub doch. Streamverzögerung von 15 Sekunden ist eigentlich. Nee, 15 Sekunden ist nicht normal. Ist schon relativ viel. Sonst haben wir 3 Sekunden. In letzter Zeit ist sie immer so extrem. Sagt Jesse. Okay, das ist komisch. Aha, Web Aura, was willst du gegen meine Axt tun? Ja? Oh, bitte. Das ist der falsche Gegner. Da ist er. Meine Mann hat Maiswaffeln mitgebracht. Geil. Sind Maiswaffeln nicht letztendlich eigentlich so Popcorn-mäßig? Popcorn ist ja Mais. Am PC ist noch mehr. Ja, wie gesagt, normalerweise sind nur 6 Sekunden Delay oder so. Scheint aber gerade irgendwie normal zu sein. Ja, ich weiß nicht, was passiert ist, aber ja. Dieser Safe von nicht, das einfach so ein Mist. Also ja, war eindeutig. Ne? Nur ohne Zucker ist gesünder, ja, auf definitiv. Ich habe gewonnen, cool. Doppelcounter. Oh, Erich und ich machen einfach beide Zufall und sind im Team, cool. Ja, aber dann habt ihr ja schon gewonnen. Das ist nicht so spannend. Hä, wieso? Nee, das wird ein nicht spannender Kampf. Können wir skippen. Hä? Ja, wie die zwei Besten in der Lobby spielen miteinander. Ich bin nicht die zwei. Vorne er, hinten ich. Groundspark ist ja immer noch wach, Papa. Ich werde gehen. Okay, alles klar, Jesse. Wünsche eine gute Nacht. Ah, ich kann Ben schon nicht. Muss man mehr schlafen, die Schmerzen wegbekommen. Oh ja, gute Besserung, Jesse. Das neigt sich ja bald dem Ende zu bei dir. Oh nein, jetzt sehe ich ganz viele Toffees in meinem Gesicht. In 6 Tagen bekomme ich Immortals Phoenix Rising. Oh nice. Das Spiel ist richtig cool. Du kannst übrigens, während du spielst, jederzeit den Schwierigkeitsgrad hoch und runter stellen. Ich musste es tatsächlich tun. An Weihnachten. Oh ja, scheiße. In 6 Tagen ist Weihnachten, Toda. Oh, ich bin so pissed gerade. Weil Brownie zu schlecht war. Nein, das Spiel war bei mir verbuggt, Roundspark. AER Memories ist gar nicht so leicht. Es gibt genug Rätsel. Glaube ich dir, Holder. Übrigens, seit gestern gibt es jetzt jeden Tag im Epic Launcher ein kostenloses Spiel.
Heute ist es, wie heißt das Spiel? Odyssey, ne? Oder Odi? Wie heißt das Spiel, Toda? Odyssey? Ich schau gerade. Odyssey Exodus oder so. Warte, ich schau. Guckt, loggt euch einfach jeden Tag jetzt im Epic Launcher auf dem PC ein. Du meinst Oddworld. Oddworld, meine ich ja. Was für Odyssey? Das ist Oddworld. Ja, okay, aber es war ein O im Namen. Ja. Loggt euch einfach ein, kauft euch jeden Tag. Sollte heute nicht Resi 7 kommen? Ja, laut Toda sollte Resi 7 kommen, der hat irgendwelche geheimen Leaks gehabt. Die Leaks sind komplett falsch. Stimmt gar nicht. Keine Beweise. Die Leaks sind komplett falsch. Ich hab dir nie irgendwelche Leaks geschickt. Boah. Ja, hast du schnell gelöscht im Privatchat, let's go. Hab ich nie. Ist egal. Es ist kostenlos, Leute, hört auf euch zu beschweren jetzt hier. Ruhe. Ja, ist so. Wieso complainst du? Eben. Versteh ich auch nicht. Okay, zwei Attacken, die gleichen dann. Oh, Vivi. Oh, Vivi! Ja, ich bin tot. So. Alter, das war knapp. Zum Glück hat sie in der falschen Richtung geballert. Und der Teammate stirbt gerade. Okay, weil ich nichts tue? Willst du mich verarschen? Ja, ich hab schon 4 K.O.s gemacht in der Runde. Ja, du okay, ich hätte ihn safen können, indem ich reinrenne und sterbe. Ja, hättest du. Du hättest einfach selber. Okay, hier, ich hab ihn gesaved. Ich bin jetzt tot. Das okay, hat's gebracht, Kappa. Zu spät. Okay. Mann, hör doch mal auf mit der B-Attacke. Die ist ja nervig. Nö. Okay, er sagt nö. Nein, das war... Kann man einfach blocken? Ja, wa? Ja, dann ist dein Schild aber weg. Und dann bist du für 10 Sekunden... Ach so. Oder für 5 Sekunden. Einfach eine Ausweichrolle oder Perfect Shield. Eins von beiden. Oder Grim, damit du die Attacke auch hast. Bleib. Besser als... Oh, ich hab nur noch ein Leben, Mann. Ja, und du hast dich bei mir angefangen. Ja. Danke. GG. Aber Jaren hat noch 2, das sieht eigentlich gar nicht so... Ich könnte reingehen für ihn, soll ich? Nein, tu es nicht. Ah, Jarell hat ja gar nicht. Ich bin ja gar nicht in Jarells Team. Ja. Okay, aber tu es nicht. Nee, Dream hatte eben noch 2 Leben. Er hätte es getan, du jetzt alleine schon gemacht. Weil er ist gerade ja gestorben, deswegen kannst du es nicht mehr machen. Gegen Christen, herzlich willkommen. Ja, er hat noch 16 Sekunden, er muss es schnell machen. Also müssen eigentlich beide raushauen jetzt in den 10 Sekunden. Aber schafft er nicht. Oder er, sie. Ja. Ihr müsst einmal Jerry rausfahren und einmal Vivi. Oder zweimal Jerry, aber. Ja, schade. Jetzt! Oh! Warte, nee, es sind trotzdem 2 Stocks, ne? Schade. Er war stets bemüht. Steht auf sein Zeugnis. Was? Stets bemüht? Du stets bemüht? Dennoch nichts geschafft. Und Jerry gewinnt wieder. Ich dachte eigentlich, Jerry spielt nicht gut. Weiß nicht. Immer die Leute, die viel spielen, sind schlecht und ich spiele die ganze Zeit. Sie ist doch als Training. Okay. Wenn ich eine Lernkurve habe, gerne. Ich glaube, ich habe mir zu viel Haarwachs in die Haare gemacht. Das ist irgendwie alles so verklebt. Machst du Haarwachs in der... Wieso machst du dir Haarwachs in die Haare? Okay, was soll ich mir sonst in die Haare schmieren? Ja, einfach Haare waschen, keine Ahnung. Shampoo. Okay, Shampoo rein. Dann geht's ab. Ja, oder hast du ein Date oder wieso? Okay. Okay, ja, mit euch.
Soll ich jetzt okay, hier ohne gemachte Haare reinkommen oder was? Ja, guck mal, wie geil Kirby aussieht wegen Sephiroth. Der sieht aus richtig geil. Guck mal, aber sieht aus wie Ace Attorney. Okay, er sieht jetzt aus wie Ace Attorney. Ist einfach Edward, ja. Nichterin Barbara Salisch, Alter. Die sind einfach die gleichen Haare. Und Kirby aus- kann jetzt auch die BN-Move machen, ne? Hallo! Dein Rapper Aura spielt schon wieder Tier 6! Tier 6. S plus! Höchste Tier spielt er gerade. Hier, man kann nichts machen. Doch, kann man. Eigentlich müsste man Sephiroth bannen. Ich glaube, der wird auch gebannt in den Turnieren. Ganz ehrlich. Was erwartest du, Toda? Du hast ihn dir umsonst gekauft. Der wird umsonst eh gesperrt. Gekauft? Was? Ich spiele doch keine Turniere. Ich spiele auch Spaß. Ja. Toll, das macht nur die anderen keinen Spaß. Wer wie nötig unterstützt den Brownies mit einem Euro. Vielen lieben Dank. Live-Chat, lasst mal ganz viel Liebe für die Muti da. Danke, danke, danke für den 1 Euro. Hey, dann spiel ihn doch auch, wenn du ihn so okay findest. Alles gut. Okay, aber jetzt wieder alles gut, ne? Entschuldigung, ich spiel ihn gleich. Ganz ehrlich. Ja, jetzt bist du blätter. Ich bin tot. Du kannst jetzt Plus drücken, ich mein A oder was auch immer. Und dann was? Ist dein E-Mail und du bist tot. Nee, nee, ich lass es. Ich lass das. Okay, die machen jetzt One-on-One. Tatsächlich machen die One-on-One. Ja, Rapper Aura ist viel zu stark. Brownie hat stark, Spaß. Okay, hat sich geil. Big Play. Extra nach meiner PSC gesucht, weil da noch Geld war. Muti, vielen, vielen lieben Dank für den 1 Euro. Okay, die danke, machen echt One-on-One. Guck mal, sowas nenne ich Sportsmänner. Blät, extra so geschrieben, ist schlecht, außer die B. Und Boy, what is this? Herzlich willkommen. Guck dir den Hintergrund an. Oh, Alter, der Hintergrund. Guck, wie viel Arbeit da drin steckt. Ja, aber guck mal, die Kugel geht jetzt nach oben, oder was? Oder explodiert jetzt? Ja, guck mal, jetzt ist sie weg. Und jetzt sind wir wieder am Anfang des Stage. Und jetzt ist die Welt untergegangen. Jetzt nee, die Welt ist halt eben nicht untergegangen. Die wurde gerade so noch gerettet, oder? Okay. Sephiroth hat trotzdem gewonnen, ist jetzt im Höllenfeuer. Und die Welt ist gerettet. Und du sagst, die Welt ist gerettet. Ja, eben. Siehst du, und du sagst, Immortals hat einen Logikfehler. Dann ist das hier aber richtig scheiße dann, oder? Das ist ein Kampfspiel. Immortals ist ein Storyspiel. So sieht's aus. Genau. Rip me. So, auch wenn ich jetzt jede Runde mitspiele, weil ich immer verliere, werde ich jetzt rausgehen. Warte. Und einen neuen Charakter wählen. Könnt ihr noch kurz warten? Oder seid ihr schon drin? Ne, wir warten, weil wir Ehre. Oh, Ehre. So kenne ich das Ehre. Gar nicht. So kenne ich also das gar nicht. Wieso gibt es eigentlich oben rechts Schätze? Ich will den nackten Mann spielen. Okay, du willst ihn jetzt doch spielen. Ja, klar. Klar spiele ich jetzt Triple Tier S. Deluxe. Du hast eben noch gesagt, nee. So, ihr könnt beginnen. Danke euch. Habe euch beide allein geholt. Ja, Rapper Aura, du bist halt richtig gut. Ich glaube, du bist der Beste hier gerade in der Lobby. Ohne jemanden jetzt zu beleidigen. Och nee, wieso? So OP ist Sephiroth oder wie man ihn schreibt, auch nicht. In 1 vs 1 geht er noch. Ja, aber in 2 vs 2 ist komplett für den Arsch. Ja, es gibt halt Charaktere, die besser in 2 vs 2 sind. Ja, man weiß halt. Sinn. Ja, er ist halt neu, deswegen. Blatt. Das ist eigentlich, glaube ich, so ausgeglichen, oder? Ich gegen Erich und Karma gegen den. Es ist tatsächlich ziemlich ausgeglichen. Ich würde sagen, das ist. Würde ich auch sagen. Weil ich kann das Moveset von Biggie nicht, ey. Ausspucken. Ach, Diddy ist blöd. Das habe ich jetzt so beschlossen. Sephiroth. Nein, hör auf! Was? Karma? Was die ganze Zeit über den einlaufen?
Ey, Erich, hör auf. Herr Erich, ich krieg dir gleich eine auf die Stelle. Ich dachte für eine Sekunde, das ist Stevie oder was, das ist Christina oder so. Ja, so ausgeglichen ist es nicht. Horoskop gibt's nicht, leider. Bio. Es ist ein bisschen schwieriger umzusetzen. Weil der Bot halt absolut nicht weiß, was für ein Geburtstag du hast. Kann ich bitte die Banane aufheben? Bitte, bitte. Ah, danke. Ja, die Banane hat uns den Kissen gekriegt. Geil. Ja, okay. Warum ist Toda so toxic? Toda ist doch nicht toxic. Toda ist nicht toxic, hä? Toda ist nicht toxic. Ich hab gesagt, dass ein... Was hast Toda gesagt? Toda, was hast du gesagt? Ich hab nur gesagt, dass das Spiel, ich das finde, dass es ausgeglichen ist, das Match. Was soll ein Horoskop für ein Command sein? Ah, ich glaub, Livechat dachte, du meinst das toxic. Also, sarkastisch. Ey, Horoskop soll ein Command sein, Jarell, dann kommt halt so, hey, hier, Stier, heute, Liebe, ganz groß, Kappa. Ich hab keinen einzigen Taunt gemacht. Mit den ganzen Towns. Ach, weil du Towns gemacht hast. Ich hab keinen einzigen Taunt gemacht. Ja, so sieht's aus. Sehr toxic. KH Kohlen, herzlich willkommen. Sieht's aus, ist die Lobby voll? Ich hoffe, du weißt, dass die Banane kein Taunt ist, sondern ein Move. Eins, zwei... Vier, ja, Lobby ist voll. Ich hab Taunt nicht mal in meiner Steuerung drin, wegen Competitive-Einstellung. Darf man dann nicht taunten oder was? Nein, aber ich hab die den Steuerkreuz, wo man taunten kann, habe ich auf Shield gelegt. Toda, der Didi-Affe soll mich mal in Ruhe lassen, schreibt Belchu. Und ja. Just Broken, herzlich willkommen. Oha, Smash, es, ja, seit zwei Stunden schon. Es gibt übrigens den neuen DLC-Kämpfer Broken. Sephiroth. Spielt gerade keiner, aber der ist sehr gut. Sehr OP. Du spielst ihn gleich, weil du ja ihn das so. Oh nein, ich will ihn gar nicht mehr. Du hast ihn doch eben genommen. Ja, wenn ich ihn jetzt rausnehme. Ja, aber jetzt will ich ihn nicht mehr. Ja, dann hast du Pech gehabt. Du musst halt gewinnen mit dem, dann kannst du ihn wechseln. Ein Horoskop ist wie ein Horoskop, allerdings nur mit negativen Vorhersagen. Das ist eine gute Idee. Ich werde von Mal zu Mal besser, oder tot? Fragt Luna. Ja, ihr werdet alle besser. Yeah, jeder wird besser. Seit zwei Stunden ist man zu spät dran. Ja, seit drei Stunden. Seit drei Stunden. Seit drei Stunden. Das Stream geht schon drei Stunden. Noch eineinhalb Stunden, dann geht der Among Us los. Also nicht bei Bounty, glaube ich, aber. Ja. Nee, ich werde, glaube ich, dann gleich erstmal Pause machen und privat spielen oder irgendwas. Okay, du spielst privat am Morgen. Essen oder keine Ahnung. Okay, du gehst dich ernähren, wie ein normaler Mensch. Ja? Bin ich nicht normal? Na, ich dachte, du wärst ein Gamer, weil Gamer ist man nicht. Laut RTL. Ah ne, es war das mit dem Duschen, ne? Ah, ich hab gar nichts verstanden. Ih, was? Keine Ahnung. Ich will's gar nicht so genau wissen. Okay. Rapper, oh, ich bin noch zwei Stunden online. Also ich denke, um 22.30 Uhr gehe ich schlafen zu können. Und Brauchen fragt, ob du wieder mal Splatoon spielst, Bonnie. Kannst du mal wieder Splatoon machen? Ja. Ja, müssen wir gucken. Aber ich glaube, heute Abend, heute Nacht wird es nichts mehr. Weil wir da, glaube ich, nicht genügend Spieler finden. Vielleicht kann ich das morgen oder die Tage machen, tagsüber.
wäre ich nicht ganz abgeneigt. Definitiv nicht. Ja, können wir machen, oder was? Aber Smash musst du mich, glaube ich, raus. Weil Splatoon musst du mich rausnehmen. Also rausziehen. Ich werde da nicht mitmachen. Nee, heute werde ich Splatoon nicht machen, oder? Ja, ich meine auch nicht heute, aber so. Ja, okay. Oh, guck mal, die grüne Energie ist, glaube ich, die gute Energie, die den Meteorit aufhält, ne? Ja, genau. Wird der Meteorit... Guck mal, der geht jetzt nach oben. Ja, jetzt geht er hoch und jetzt wird er zerstört. Ah, ne, jetzt ist einfach weißer Screen. Okay, jetzt so. Ja, ich glaube, jetzt ist einfach die MP4-Datei zu Ende. Okay, die MP4-Datei ist zu Ende. Du meinst die WAV-Datei? Oder nee, war das Sound? Ah, keine Ahnung. Ja, mach ich jetzt wohl, oder? Jarell hat gewonnen gegen Erich? Krass. Ja, Jarell gewinnt jede Runde, ne? Jarell? Ich dachte, Jarell ist nicht gut. Ich glaube, der Jarell hat trainiert. Die grüne Energie ist der Lebensstrom vom Planeten. Ah, guck mal, der Planet verhindert den Meteoritenaufschlag. Aber das ist schon Anschlag. Komisch irgendwie. Das ist Final Fantasy. Das sind die finalen Fantasien. Oh, ich bin dran. Du bist dran, Pokémon gegen Rapper Aura wieder. 20:30. Ich hab heute irgendwie gefühlt wieder nichts gemacht, Mann. Ja, ich hab die Nacht durchgemacht und Immortals fast durch. Ich habe gewonnen, das kann nicht sein. Jetzt hat jeder mal gewonnen, oder? Hat irgendeiner noch nie gewonnen? Oder du machst Revierkampf zum Leveln. Ja, aber in Splatoon Leveln braucht man halt nicht mehr. Das Spiel ist halt mehr oder weniger tot. Leider. Ich bin mir auch gar nicht mehr sicher, ob das irgendwann Splatoon 3 kommt. Schade eigentlich. Also wenn Splatoon 3 kommt, bitte mit mehr Änderungen. Ich fand die Änderungen und die Sachen, die sie rausgenommen haben, echt schlecht. Also, nein, ich fand die Änderungen einfach den Inhalt von Splatoon 1 wieder rein, fertig. Ja, die sollten beide Inhalte wegmachen. Die sollten die plötzlich irgendwelche Ultis wegmachen, die voll cool waren. Nee, die machen... Was stellst du... Was ist, wenn Splatoon 3 einfach das wird von 1 und 2 gleichzeitig? Plus noch mehr. Ja, das schaffe ich. Weil die geil, oder? Und ja, ich hoffe auch, dass Teil 3 kommt. Ich liebe Splatoon. Mario Kart hätte ich halt auch gern mehr Content, weil da war keine einzige neue Strecke. Es gibt auch kein neues Mario Kart für die Switch. Ich weiß, aber das ist halt enttäuschend. Mario Kart ist das einzige Nintendo-Spiel, wo es noch keine Fortsetzung gibt auf der Switch. Alle anderen Sachen wurden schon fortgesetzt. Ja, das einzige, was es gibt, ist Mario Kart App. In der Mario Kart wird noch eins kommen, denke ich. Also ein richtiges. Weißt du, auf dem Mario Kart Handy gibt es ja auch neue Strecken, ne? Die gibt es nicht auf der Switch. Ja, klar. Und wieso machen die nicht auf der Switch? Keine Ahnung. Ja, weil das die Definitive Edition ist. Ich hoffe einfach, die machen Mario Kart Ultimate, wo alle Strecken aus dem Spiel da sind. Okay. Willst du echt sowas haben? Ja. Weil guck mal, du hast doch so viel Spielspaß dran, weil du so viel Variation hast an Strecken. Hä? Was spricht dagegen? Erzähl mal. Du hast Mario Bros. U vergessen. Auch ein Port. Ne, ich habe ja nicht die Ports gemeint, sondern ich habe gemeint, dass es für jedes Genre einen Nachfolger gibt, außer bei Mario Kart. Wobei das stimmt auch nicht. Ne? Pikmin, Star Fox und Metroid hat ja auch noch keine Ports. Donkey Kong. Ja, Donkey Kong hat auch. Ne? Das ist einfach zu OP. Okay, deswegen machst du jetzt die ganze Zeit. Ja, ihr Richt stirbt jetzt gleich kaputt. Okay, du stirbst. Okay, ich stirb. Okay, das macht. Los, Erich. Bumm. Muss man nichts tun. Auf AP drücken. Fertig. Durchgespielt. Da kann selbst Erich nichts tun. Doch, was? Was war das denn? Was hat der gemacht? Was war das? Er hat Konter eingesetzt und da hat er deine Attacke gekonnt. Warte, man kann das Konter mit Konter? Ja, natürlich. Alles okay. Geil, im Sprung dann einfach Konter drücken oder was? Krasse Scheiße. Okay, geil, wieder was gelernt, ja. Wieso hat mir das keiner vorher gesagt? Aber cool, dann habe ich wieder was Neues rausgelernt. Ey, geil, Erich, los, Erich, komm bitte. Nein, Erich, nein! Easy.
Okay, easy mit dem OP. Warum war das gerade so easy? Wir haben gegen Rapper Aura und Erich gespielt. Weil ich mit dem OP-Charakter gespielt habe. Ach, weil ich mit dem OP-Charakter gespielt habe. Ey, ohne Scheiß jetzt. Die haben, glaube ich, nicht ernst gespielt. Die haben mich siegen lassen. Okay, damit du dich gut fühlst. Und du denkst, es ist sehr OP-Charakter. Oh nein. Ey, ich habe gerade gegen die besten zwei der Lobby gewonnen. So, jetzt machen wir aus, oder, Live-Chat? Ist es okay? Oder wollt ihr noch irgendeinen Spezialkampf machen, wo wir zuschauen? Ich würde gerne mal Erich und Rapper auch sehen, aber... Die wollen jetzt hier schon wieder weitermachen. Letzter Kampf, ich gucke euch zu. Ich will doch nur auf die Zuschauer. Wer will gegen wen spielen? Ach, Rapper Aura war AFK. Verdammt. Ihr habt mich schon gut gefühlt. Ach, Rapper, was? War er AFK? Ich will gegen Toda, sagt Jarell. Okay, Toda ist Zuschauerbank. Ich bin nicht mehr Zuschauerbank. Ich weiß nicht, was die anderen machen jetzt. Bekomme ich mein 1 vs 1 gegen dich, Brownie? Warte seit Min Min drauf. Ey, ich mach kein 1 vs 1. Lol, Min Min habe ich auch nie gespielt. Oh, jetzt werden alle 1 gegen 1. Ich will gern gegen dich kämpfen. Nein! Ich mach jetzt aus, Leute. Also, Jamil will gegen mich. Oder gibt's noch jemand anderen, der spielen will? Und Rapper ist AFK. Gut. Rapper und Jarell müssen kurz raus. Ich kann ja Rapper kicken, wenn er AFK ist. Ist Rapper AFK? Der hat doch gerade was geschrieben, oder? Ja, ich hab noch nie gewonnen. Ja, er hat gerade gewonnen. Hat er was? Nee. Hat er nicht. Oh, jetzt ist er weg. Nee, ich hab ihn gekickt. Jetzt rein da. Wir gucken euch zu und dann enden. Wir machen nächstes Mal 1 gegen 1 mit euch. Heute nicht. Ich überlege, ob ich noch DBD gleich streame oder ob ich einfach ausmache. Dann was anderes, aber bitte nicht ausmachen, Brownie. Interessant, wie Toda seit Stunden Immortals spielt, laut Discord. Alter Jarell, du hast ihn nicht mal einmal auf den Boden geworfen. Da hat aber dich Toda richtig gefistet. Okay. Den hat er noch bekommen. Sie müssen sich konzentrieren. Ja, eben, deswegen darf ich nicht reden. Trotzdem tue ich's. Boah, der Hintergrund ist so geil. Krasse Sache, Toda. Du hast ihn jetzt richtig zurechtgestutzt. Okay. Ey. Oh Mann, GG. Der erste Tod war unnötig, ja. Das war Pech. Lassen wir es so stehen. Beim nächsten Mal hast du denn auch One-on-Ones? Ja. Machen wir beim nächsten Mal One-on-Ones. Dann mache ich jetzt aus, Leute. Vielleicht komme ich heute im Laufe des Abends nochmal online und spiele DBD oder so. Vielleicht spiele ich auch einfach privat DBD. Ich weiß nicht, ob ich jemanden finde, der mit mir DBD spielt. Vielleicht Toda? Ich glaube nicht. Ich muss DBD weiterspielen. Ich mache jetzt auf jeden Fall erstmal Pause. Vielen, vielen lieben Dank an alle, die jetzt hier mitgemacht haben. Auch an dich, Toda, für die Moderation. Hat Spaß gemacht. Wir haben jetzt 2 Stunden haben wir nur DBD gespielt. Smash. 1 Stunde Schach davor.
Ich wünsche euch allen an der Stelle erstmal noch einen wunderschönen Freitag. Vielleicht komme ich heute noch spontan online. Schaut auf die Glocke. Gibt es hier eine Glocke? Auf die Notifications? Ja, es gibt. Ja. Vielleicht gibt es heute ein bisschen Phasmo noch oder DBD, ich weiß es nicht. Ansonsten joint gerne Discord, falls ihr da noch nicht seid. Dort gibt es sowieso immer alles an Infos. Und auch wenn wir Offstream spielen, kann man dort quasi trotzdem mitspielen. Vielleicht spiele ich auch privat ein bisschen Rocket League mit Hulda, keine Ahnung. Liebe geht raus, es war echt witzig. Danke, dass ihr alle hier wart. Und bis später oder die Tage. Ich wünsche euch ein schönes, schönes Wochenende. Bleibt gesund und einen schönen Abend noch euch allen. Habt Spaß, genießt euer Wochenende. Ciao.